herzlich willkommen zur 17. Sitzung des Ausschusses für Digitales, der öffentlichen Anhörung zum Tagesordnungspunkt EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz unter Einbeziehung von Wettbewerbsfähigkeit im Bereich KI und Blockchain-Technologie. Die Liste der Sachverständigen ist die Drucksache SB 2023-7 und der Fragenkatalog SB 2023-8 und sollte allen Ausschussmitgliedern zugegangen sein. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich die Ausschussmitglieder, unsere Vertreter in der Bundesregierung. Einmal das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird vertreten durch die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert hier im Saal. Herzlich willkommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist durch Herrn Hartl im Saal anwesend und das Bundesministerium für Justiz wird bald noch zu uns stoßen. Ich begrüße natürlich auch die Öffentlichkeit, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das Ganze im Livestream oder im Nachhinein in der Mediathek anschauen. Und die geladenen Sachverständigen. Einmal Daniel Abu ist leider verhindert und wird vertreten hier im Saal durch Professor Dr. Patrick Launer, Professor für künstliche Intelligenz an der TH Deggendorf. Herzlich willkommen. Jonas Andrulis ist uns virtuell zugeschaltet, Gründer und CEO von Aleph Alpha. Ebenso virtuell zugeschaltet ist Professor Dr. Dr. Michael Backes, Gründungsdirektor und CEO des CISPR-Helmer Center for Information Security. Herzlich willkommen hier im Saal Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands e.V. Virtuell zugeschaltet ist Jürgen Geuter, Art und Com. Herzlich willkommen hier im Saal vor Ort Dr. Angela Müller, Head of Policy and Advocacy von Algorithm Watch. Auch hier herzliches Willkommen. Also a very warm welcome to Caitlin Müller, Co-Founder and President of Ally. And Oliver Suchi, Leiter Digitale Arbeitswelten und Arbeitsweltberichterstattung aus dem Bundesvorstand des DGB. Zu kurz zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein circa fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Danach erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten. Und ich weiß, in anderen Ausschüssen wird das anders gehandhabt. Bei uns ist es so, 5 Minuten sind für Fragen und Antworten zur Verfügung. Das heißt, die Fraktionen sprechen Sie als Sachverständige direkt an. Sie können direkt antworten und es gibt die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und wenn wir uns alle an das 5-minütige Zeitfenster halten, dann schaffen wir bestimmt auch eine zweite Runde an Fragen. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen und bei weiteren Fragerunden bestimmt die Vorsitzende die Reihenfolge entsprechend den Vorgaben von § 28 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundestages. Die Redezeit pro Runde wird bei Bedarf, falls wir uns vorher nicht dran halten, verkürzt. Ein gemeinsamer Fragenkatalog der Fraktionen liegt vor und wurde als Ausschussdrucksache SB 2023-8 verteilt und veröffentlicht. Alle vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt und die Anhörung wird auf Kanal 2 live im Parlamentsfernsehen gestreamt und ist anschließend über die Online-Mediathek des Bundestages abrufbar. Kurz ein paar Hinweise zum technischen Verfahren wegen der Durchführung als hybride WebEx-Sitzung. Die Bitte an die Ausschussmitglieder und Sachverständigen, die sich virtuell beteiligen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Mikrofone ausgeschaltet sind und nach Ende Ihrer Redebeiträge auch wieder ausgeschaltet werden. Nutzen Sie bitte die Chatfunktion, wenn Sie Wortbeiträge anmelden möchten. Und auch für die im Saal Anwesenden gilt, Saalmikrofone nutzen und diese ebenfalls nach dem Ende der Redebeiträge ausschalten und natürlich die Mikrofone ihrer anderen Geräte auszuschalten. Mit Frau Caitlin Müller ist heute eine englisch sprechende Sachverständige anwesend. Im Sitzungssaal findet eine Verdolmetschung des gesprochenen Wortes sowohl von Deutsch-Englisch als auch Englisch-Deutsch statt. Kurz technischer Hinweis, erst das Headset in das Gerät einstecken, dann einschalten, dann funktioniert es auch. Kanal 1 ist Deutsch, Kanal 2 ist auf Englisch. Da die digitalen Wortbeiträge nicht übersetzt werden können, bitte ich alle virtuell Teilnehmenden darum, ihre Fragen an die Sachverständige auf Englisch zu stellen. Vielen Dank. Gut, jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Sitzung. Es geht um die EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz unter Einbeziehung von Wettbewerbsfähigkeit im Bereich KI und Blockchain-Technologie.
Der Begriff künstliche Intelligenz oder auch KI oder auch einfach trainierte Algorithmen bezeichnet eine Reihe von Technologien, die rasant und vielfältig weiterentwickelt werden. Ebenso vielfältig sind die Gebiete, auf denen trainierte Algorithmen eingesetzt werden können. Vorteile für die Gesellschaft können eine bessere Gesundheitsversorgung, sichere und umweltfreundlichere Verkehrsmittel, eine effizientere Fertigung und kostengünstigere und nachhaltige Energie sein. Demgegenüber stehen Risiken wie Undurchsichtigkeit und Komplexität, die es gilt zu minimieren bzw. womöglich gänzlich auszuräumen. So kann den EU-BürgerInnen mehr Sicherheit gegeben werden, die an unseren Grundwerten orientiert sind. Denn nur vertrauenswürdige Innovation kann zum Mehrwert für die Gesellschaft werden. Im Mittelpunkt dessen muss immer die Selbstbestimmung der Menschen stehen. Mit der heutigen Anhörung holt der Ausschuss für Digitales nun externen Sachverstand ein. Wir beleuchten, welche Potenziale und Risiken sich ergeben und wie ein hohes Niveau in Bezug auf Datenschutz, digitale Rechte und ethische Standards gewahrt werden kann. Und ich freue mich, dass Sie als Sachverständige uns bei diesem Prozess unterstützen. Der Ausschuss ist gespannt auf Ihre Beiträge und wir beginnen nun mit dem 5-minütigen Eingangsstatement. Zuerst darf ich Herrn Professor Dr. Glauner von der TH Deggendorf in Vertretung von Herrn Abou um ein Statement bitten. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Wie gesagt, ich vertrete heute Herrn Abou vom KI-Bundesverband, der leider kurzfristig gesundheitlich ausfällt. Ich hatte ihn aber auch beraten bei der Erstellung der schriftlichen Stellungnahme und bin somit bestens vertraut und war auch letztes Jahr zu dem Thema Sachverständiger im Europaausschuss. Wenn man jetzt über KI redet, dann denkt man erst mal an Science Fiction. Und ich glaube, deshalb ist auch noch mal wichtig, hervorzuheben, was eigentlich KI ist. KI zielt darauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Und wer das kann, kann am Ende eigentlich in jeder Branche führend sein. China investiert sehr, sehr viel in die KI. Und das wird uns natürlich auf Dauer irgendwann treffen in unseren Kernbranchen, weil wir haben sehr schlaue Ingenieure. Da gehen aber viele natürlich irgendwann in Pension. Also der demografische Wandel kommt und es wird uns treffen. Wenn man es jetzt schafft, diese Fähigkeit des Entscheidens zu automatisieren, dann kann man natürlich weiterhin erfolgreich sein. Man kann Dinge schneller, günstiger, besser tun. Und KI ist mal was sehr Allgemeines. Und wenn Sie im KI gut sind, dann können Sie eigentlich in jeder Branche damit gut sein. Mit KI kommt natürlich eine große Komplexität und auch eine Unsicherheit. Sie hatten das angesprochen, Frau Vorsitzende. Die haben wir aber im täglichen Leben. Also auch wenn ich ein Aspirin nehme oder ein Auto fahre, verstehe ich ja nicht, was dahinter steckt, sondern ich akzeptiere diese Komplexität und diese Unsicherheit. Ich muss ja nicht wissen, wie das Aspirin funktioniert und ich muss nicht wissen, wie ein Verbrennungsmotor oder ein E-Motor funktioniert. Natürlich entstehen durch KI neue rechtliche Fragen. Das kann man gar nicht abstreiten. Wir kennen ja diese Negativbeispiele von Chatbots, die jemanden diskriminieren und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie adressiert man diese rechtlichen Fragen? Da, wo wir im Leben wirklich einer großen Gefahr ausgesetzt sind für Leib und Leben, das ist ja alles schon reguliert aus vertikaler Sicht. Man möchte ein Auto bauen, ein Flugzeug, ein Kernkraftwerk, was auch immer. Das ist ja alles reguliert, schon seit vielen Jahren vertikal. Aber da geht es um den Anwendungsfall und eben nicht um die Implementierung. Und wenn es jetzt große Software-Hardware-Systeme gibt, dann ist es ja nicht nur KI. Die KI ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Den möchte man jetzt mit dem AI Act noch separat horizontal regulieren über alles Mögliche hinweg. Das ist die Idee, das ist auch weltweit einmalig. Wenn man jetzt KI regulieren möchte, muss man sich natürlich fragen, was ist KI? Der Entwurf, der letztes Jahr im April von der Kommission kam, hat ausdrücklich nicht nur KI umfasst, sondern auch alle statistischen Verfahren, alle Optimierungsverfahren. Und sobald Sie den Mittelwert von zwei Zahlen berechnen, dann haben Sie ein statistisches Verfahren. Also jeder Taschenrechner sozusagen ist heutzutage eine KI. Ich glaube, diese Definition ist viel zu breit. Ein Taschenrechner ist natürlich keine KI. Laut dem Vorschlag der KI-Verordnung wäre das aber der Fall. Also man muss das deutlich einengen. Da gab es zwar jetzt Versuche auch in den Ratspräsidentschaften, aber eigentlich sind diese Definitionen immer noch viel zu breit und umfassen viel mehr als die eigentliche KI. Deshalb, man muss KI ja dann deutlich schärfer definieren, dass man nicht plötzlich alle Software umfasst, weil wir möchten ausdrücklich ja keine Softwareregulierung, die dann zu Überregulierung führen würde. Der AI Act umfasst natürlich auch sogenannte Hochrisikoanwendungen. Was ist jetzt Hochrisiko? Unter Hochrisiko stelle ich mir etwas vor,
was einen enormen Schaden für Leib und Leben verursachen kann, beziehungsweise im staatlichen Bereich etwas, das die Grundrechte in enormer Form tangieren kann. Jetzt ist der AI Act aber sehr weit gefasst und Sie können eigentlich von allem, von dem Sie theoretisch einen Schaden bekommen könnten, sind Sie im Hochrisikobereich. Also jede Google-Suche ist im Hochrisikobereich, weil Sie könnten ja von dem Ergebnis theoretisch einen psychischen Schaden erhalten. Es gab wieder Versuche, das einzuengen in den Überarbeitungen, aber es ist eigentlich immer noch viel zu weit gefasst. Und die Anforderungen an solche Hochrisikoanwendungen sind schlichtweg technisch unerfüllbar. Denn da gab es im ersten Entwurf die Anforderung, dass sie perfekte Datensets ohne Fehler, ohne Bias und vollständig sein müssen. Und das gibt es in der Realität nicht. Wenn Sie vollständige Datensets wollen, dann müssen Sie übrigens gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Also da gibt es auch einen Konflikt dieser Regulierung. Man hat es wieder versucht, etwas einzuengen in den Überarbeitungen, dass man sagt, bestmöglichst. Aber was heißt wieder bestmöglichst am Ende? Wir müssen schauen, dass durch den AI Act keine Überregulierung entsteht, denn das würde insbesondere KMUs treffen. Denn die haben nicht die Möglichkeit, hunderte von Seiten von Regelwerk zu verstehen, rechtlich zu begleiten, Rechtsstreitigkeiten zu führen. Also wir müssen weiter gucken, dass wir innovativ sind. Wir müssen auch den internationalen Wettbewerb betrachten. Und da werden große Herausforderungen auf uns zukommen. Und mit dem AI Act in dieser Form werden wir am Ende KI in Europa unmöglich machen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Statement. Wir machen weiter mit dem virtuell zugeschalteten Sachverständigen Jonas Androulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha. Vielen Dank. Ja, danke für die Gelegenheit, hier unsere Perspektive teilen zu können. Ich habe zwei KI-Unternehmen erfolgreich gegründet und war dann in der Leitung der KI-Forschung bei Apple Special Projects Group. Das sind so die geheimen Apple-Projekte im Silicon Valley. Und dort habe ich gesehen, dass sich KI gerade fundamental ändert. Wir sind in der Ära der General Purpose AI. Das bedeutet, dass es KI, die nicht nur Dinge möglich macht, die vorher undenkbar schienen, sondern die auch zu einer Konzentration der Intelligenz führen kann. Ähnlich wie wir es bei Cloud Services gesehen haben, wo die Hyperscaler die Konzentration der Fähigkeiten geschaffen haben. Wo also in der Vergangenheit eine Vielzahl von individuellen Algorithmen und Methoden die Landschaft geprägt haben, werden wir in der Zukunft wenige Anwender sehen, die generalisierte Intelligenz anbieten und damit Dinge möglich machen, die eine neue Ära der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit definieren. Der Einfluss von KI auf das Wirtschaftswachstum wird hoch eingeschätzt. Es gibt eine McKinsey-Studie, die da ausgeht, dass es in der Stärke oberhalb dessen sein wird, was wir von Dampfmaschine, Buchdruck oder Elektrizität kennen. Diese Entwicklung ist nicht optional. Also wir können uns nicht entscheiden, ob das stattfinden würde. Wir können uns nur entscheiden, ob wir diese Zukunft aktiv mitgestalten können oder ob wir als Nutzer diese Leistungen von anderen einkaufen. Das war auch der Grund für mich, wieder in Deutschland zu gründen. Und hier eine KI-Development, also Forschungs- und Entwicklungsfirma aufzubauen, ähnlich wie das OpenAI oder DeepMind machen mit Microsoft oder Google. Im Kern dessen, was wir tun, ist Souveränität und die Handlungsfähigkeit für Deutschland und Europa. Regulierung, nicht nur durch den AI-Act, aber auch und die Interdependenzen mit anderen Regeln, ist eine große Herausforderung, insbesondere im Blick auf zwei Aspekte für uns. Das eine ist Innovation. Denn diese Innovationszyklen im Bereich KI sind aktuell im Monatstakt, gibt es Neuerungen. Und mit dieser neuen innovativen Technologie werden ständig Möglichkeiten geschaffen, die in der Regulatorik noch nicht abgebildet sind. Dadurch entsteht Unsicherheit oder eventuell sogar Verhinderung. Also Dinge können nicht eingesetzt werden, die aber technisch möglich geworden sind. Der zweite Punkt ist Startup-Kompatibilität. Viele von den Ansätzen wirken auf mich so, als sind sie mit Blick auf die Technologiegiganten geschrieben, was natürlich Sinn macht. Klar, da kommt ein Großteil unserer Technologie her. Es gibt aber einen Grund, warum Big Tech sich eher für Regulierung stark macht. Für Firmen wie AWS zum Beispiel ist es kein Problem, ganze Teams einzustellen, die Anforderungen bearbeiten und Dokumentationen erstellen. Die etablierten Akteure können sich mit Komplexität und Regulierung verteidigen gegen jüngere Wettbewerber wie und die langsame Old Economy.
Souveränität ist im Kern unsere Mission. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur die Klassiker wie Datensouveränität, DSGVO oder operationelle Souveränität, wo wir dann mit Cloud-Ansätzen ein paar Schritte in die Richtung tun aktuell, sondern für uns auch im Kern von zwei weiteren absolut essentiellen Aspekten, die unsere Zukunft prägen werden: Algorithmen und Wertschöpfungssouveränität. Algorithmensouveränität bedeutet für mich, wer wird die KI-Algorithmen bauen, die die Zukunft gestalten? Die Möglichkeiten durch KI sind weit jenseits von richtigen oder falschen Ergebnissen. Da geht es um wesentlich mehr als nur, wurde ein Gesicht richtig erkannt, wurde ein Objekt richtig erkannt. Die Korrektheit der Ergebnisse ist in einer neuen Ära kaum noch greifbar. Dennoch prägen die Ergebnisse unsere Welt wie nie zuvor. Wenn wir nicht die eigenen Kompetenzen des Handels haben, die KI selber bauen können, verstehen können, dann wird unsere Welt fremdbestimmt werden. Das sehen wir jetzt schon, das sehen wir mit Google-Ergebnissen, das sehen wir mit Siri-Verhalten, das sehen wir mit OpenAI. Ich kann gerne ein paar Beispiele dazu im Detail bringen. Das zweite ist die Wertschöpfungssouveränität. Die von KI ermöglichten ökonomischen Werte werden in jeder Branche, wie schon richtig gesagt vorhin, fundamentale Effekte entfalten. Diese Wertschöpfung muss in Deutschland stattfinden. Die müssen wir hier verstehen, kontrollieren, damit wir die Möglichkeiten haben, diesen gesellschaftlichen Wandel mitzuprägen. Genau, wir müssen deswegen skalieren und die Herausforderungen des Zeitalters annehmen. Was bedeutet das für uns als freie demokratische Gesellschaft? Wir müssen mitgestalten, müssen die Technologien in Einsatz bringen, die Kompetenzen hier haben und handlungsfähig bleiben. Das heißt, die Grundlagenforschung, die exzellent ist, darauf müssen wir aufsetzen und sie umsetzen. Jede Regulierung hat das Potenzial zu verlangsamen, Ressourcen zu binden, Wettbewerb verzerren, insbesondere wenn sie nicht für alle Teilnehmer gleichermaßen gilt. Die Abgrenzung User, Provider, Tool, System, Startups, Sonderregelungen und Sandboxes sind da nur bedingt hilfreich, weil der ganze Umfang der Regulierung für unsere Kunden und Partner gilt und an uns weitergegeben wird. Wir machen weiter auch mit dem virtuell zugeschalteten Sachverständigen Professor Dr. Michael Backes, Gründungsdirektor und CEO des CISPA-Helmholtz Centers for Information Security. Sie haben das Wort. Gerne, vielen Dank. Ich kann meinen Vorrednern in vielem, nicht in allem zustimmen. Ich werde mich deshalb hier auf den Blick der Forschung auf den AI konzentrieren, weil das eine Facette ist, die ich, glaube ich, am besten beleuchten kann. Also KI ist, wie bereits gesagt, eine Schlüsseltechnologie, die in fast allen Bereichen unseres Lebens zu disruptiven Veränderungen führen kann, von Gesundheitsversorgung, Kommunikation, öffentliche Dienste, Verkehr, Industrie und vor allem natürlich auch Forschung. Wir können durch KI komplexe Aufgaben lösen, die man in dieser Form bislang nicht lösen konnte. Es gibt eben auch genau diese Probleme, die ich beleuchten möchte. Zum Beispiel muss man im Bereich der Kommunikation in der Lage sein, Wahres von Falschem zu unterscheiden, Fakten von Fiktion, Fake News von echten Nachrichten oder ganz generell den Wahrheitsgehalt von Informationen sinnvoll zu bemessen. Das heißt, die KI-Systeme müssen gewährleisten, dass dies auch bei sehr großen Datenmengen fair, transparent und nachvollziehbar geschieht. Das alles sind sehr große Herausforderungen, explizit für die Forschung, die adressiert werden, aber nicht gelöst sind, die meine Kollegen und mich am CISPA, aber auch in allen Großforschungseinrichtungen in diesem Gebiet in Europa und der Welt eigentlich jeden Tag beschäftigen. Viele aktuelle Lösungen nehmen, wie wir gerade gesagt haben, eigentlich keine Rücksicht auf solche Vertrauenswürdigkeit und Wahrheitsgehalt von Informationen. Es braucht Grundlagenforschung und vor allem fundierte Theorien und Algorithmen, um einfach technologisch robustere Systeme schaffen zu können, die bessere Vorhersagen und bessere Entscheidungen treffen. Genau aus dem Grund finde ich es wichtig, dass sich Europa im Rahmen der europäischen KI-Strategie wirklich zentral auf die Themen einer, ich würde sagen, wertegebundenen und vertrauenswürdigen KI konzentriert. Ich denke, diese Wertegebundenheit ist eine ganz zentrale europäische Stärke. Und ich glaube, die KI-Verordnung kann, da stimme ich meinen Vorgängern nur zum Teil zu, sie kann ein wichtiger Schritt für Deutschland und Europa sein, um Rechtssicherheit in diesem Bereich zu schaffen und Einsatz zu regulieren. Ich denke, die Rechtssicherheit ist wichtig, um Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch der Zivilgesellschaft klare Regeln vorzulegen, was erlaubt ist und was nicht und wenn ja, unter welchen Bedingungen etwas erlaubt ist oder was nicht. Allerdings, da stimme ich zu, ist der bisherige Entwurf an manchen Stellen deutlich zu breit gefasst.
Also die Definition von KI ist sehr breit und umfasst einen großen Teil, wenn nicht den größten Teil, den Bulk aller Software. Hochsicherheits-KI sollte eigentlich eher fassen, wie eine Technologie sich auswirkt und wie sie eingesetzt wird und so weiter. Darüber wird zu reden sein. Ich denke, dabei ist auch wichtig zu beachten, dass die Forschung und Entwicklungstätigkeit derer, die wirklich von Grund auf diese vertrauenswürdigen, sicheren, transparenten und fairen Systeme arbeiten, dass die nicht behindert werden. Ich denke, nur so kann man sicherstellen, dass europäische Forscher nicht strukturell benachteiligt sind in diesem essentiellen Gebiet gegenüber zum Beispiel China und den USA. Und ich möchte deshalb gerne unterstreichen, aus Blick des Forschers, wie wichtig es ist, dass diese geplante KI-Verordnung forschungs- und technologieoffen oder idealerweise sogar forschungs- und innovationsfördernd gestaltet wird. Diese generelle Privilegierung der KI-Forschung, wie sie im Kompromissvorschlag jetzt wirklich genannt wurde in der Überarbeitung, halte ich persönlich für zentral. Man sollte aber auch darauf achten, dass die Entwicklung und der Einsatz von KI-Systemen auch durch KMUs und Startups in hohem Maße durch diese Regulierung unterstützt wird. Da sehe ich noch Nachholbedarf. Ich denke, die neu vorgesehenen Instrumente wie diese Regulatory Sandboxes, die man erproben will, sind ein, ich würde sagen, vielversprechender Ansatz, der sich aber bewähren muss. Da liegt der Teufel in ganz vielen Details von der Frage, wer sie überwacht, wer sie aufsetzt und wie sie evaluiert. Ich begrüße ganz ausdrücklich, dass der Entwurf des AI-Acts erwähnt, dass die Entwicklung von hochinnovativen KI-Systemen dadurch möglich sein soll, dass Forscher noch Zugang zu hochqualitativen Daten gewähren. Das ist als Beispiel dieses European Health Data Center genannt und generell Großforschungszentren in der EU, auch am CISPA. Wir haben viele Jahre Erfahrung damit, wie man mit sensiblen Daten, zum Beispiel in Medizin und höchsten Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen umgeht. Ich glaube, ganz generell kann man sagen, da sind wir uns einig, KI-Systeme bergen ein riesiges Potenzial für disruptive Veränderungen. Sie ermöglichen viele Chancen für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Aber sie bergen natürlich auch Risiken. Und ich glaube, diese saubere Abwägung dieser Regeln, das ist eigentlich die Kunst. Und es ist wirklich schwierig, weil die massive Datengrundlage, auf der sie fußen, die sind heute bereits sehr, sehr, sehr mächtig. Das heißt, wir haben stetig eigentlich die Gefahr, dass Systeme implementiert werden, die nicht mit unserem europäischen Grund- und Freiheitsrecht in Einklang stehen und die massiven Schaden erzeugen können. Zum Beispiel KI-Systeme zu Zwecken von Social Scoring für biometrische Echtzeiterkennung, die bergen wirklich Risiken, die man schwer fassen kann, schwer eindämmen kann. Und die haben ein riesiges Potenzial für Misstrauen. Und dass diese Sache in diesem AI-Act beschränkt werden soll, halte ich für richtig und wirklich auch wichtig. Wie gesagt, man wird darüber sprechen müssen, was eigentlich unter diese Definition fällt. Die aktuelle Definition von KI in dieser Form meiner Meinung nach deutlich zu breit ist. Wir haben es eben gehört, alle AI- und Knowledge-Based-Verfahren, also auch statistische Methoden wie ein Taschenrechner, fallen im Prinzip drunter und das kann so natürlich nicht sein. Ich glaube, das will man natürlich so auch nicht machen. Zum Abschluss möchte ich sagen, die wirkliche Stärke von KI im Gegensatz zu traditionelleren Anwendungen, wobei man auch sagen muss, die Grenze ist nicht trennscharf zwischen traditionell und KI, liegt in der extremen Flexibilität der neuen Anforderungen. Also statt sehr restriktive Annahmen darüber zu treffen, wie die Welt funktioniert, haben KI-Systeme einfach Milliarden von Parametern, die es ihnen ermöglichen, praktisch jeden datenerzeugenden Prozess zu erfassen. Diese Stärke hat aber auch einen großen Preis, nämlich durch die große Komplexität sind die Systeme meist Blackboxes. Das heißt, man kann nicht wirklich sagen aktuell, wie die Entscheidungen getroffen werden. Man kann nicht transparent nachvollziehen, warum sie so getroffen werden. Und geschweige denn, was die Folgen einer solchen Entscheidung im Endeffekt sind. Das erschwert natürlich die Analyse eines Fehlers im bestimmten System, sodass wir hier natürlich. Wir sind bei 5 Minuten Eingangsstatement und weil alle genau, Sachen. Ich hatte noch genau 2 Sätze, aber ist in Ordnung. Sie werden bestimmt nachher sonst auch noch mal in der Fragerunde gefragt, dann können Sie gerne versuchen, das in Ihre Antwort mit runterzubringen. Entschuldigen Sie bitte. Weiter machen wir mit Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands hier im Raum. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fange vielleicht mal so an. Warum können wir uns als TÜV überhaupt dazu äußern? Unsere Geschichte beginnt bei den bereits angesprochenen Dampfkesseln. Unsere Aufgabe ist es, Menschen und Umwelt vor den Folgen von Technik zu schützen. Und selbstverständlich begreifen wir Technik nicht nur mechanisch, sondern auch im digitalen Raum. Und um nur einige Beispiele zu benennen, wo wir uns gerade mit KI auseinandersetzen, also bereits heute sind wir dabei, KI-Systeme zu prüfen, etwa zum Beispiel im Bereich der Medizinprodukte. Da haben wir weltweit die ersten Anforderungskataloge
Produktkatalog für medizinische Produkte herausgegeben oder im Bereich des autonomen Fahrens, das ohne KI so überhaupt gar nicht möglich ist. Das heißt also, die Frage, ob KI überprüfbar ist, die ja auch mal im Raum stand, die ist längst beantwortet und sie ist mit Ja beantwortet und das aus gutem Grund. Ich komme vielleicht zu einem Punkt, der mir ganz wichtig ist und der auch vielleicht so ein bisschen diese Gegensätze auflöst, die so in den Beiträgen schon deutlich geworden sind, nämlich einerseits die Frage des Risikos und andererseits die Frage der Innovation. Und das, was grundsätzlich richtig gut gelungen ist, ist an dem Kommissionsvorschlag, ist, dass man diesen vermeintlichen Gegensatz eigentlich zusammengeführt hat, und zwar mit diesem wunderbar risikobasierten Ansatz. Der risikobasierte Ansatz ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die technische Regulierung in geronnener Form unserer europäischen Werte. Er bringt nämlich zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite ermöglicht er Innovation für Unternehmen, Start-ups, KMUs, aber auch die großen Unternehmen. Und auf der anderen Seite reguliert er das berechtigte Sicherheitsinteresse, was eine Gesellschaft hat, wenn neue Technologien mit entsprechenden Gefahren hier Eingang gefunden haben. Und dieser risikobasierte Ansatz besagt ja im Grunde genommen nichts anderes, außer der Sache, dass Innovationen so lange möglich sein sollen, solange eben ein hohes Risiko davon ausgeht. Und das verfolgt dieser Kommissionsvorschlag. Und deswegen ist dieser risikobasierte Ansatz, glaube ich, das fundamental wichtigste Element eigentlich dieser Regulierung, weil es genau die Innovationsfähigkeit Europas erhält, ohne die Sicherheitsinteressen zu vernachlässigen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was wird denn eigentlich reguliert, dann können wir uns natürlich über Definitionsfragen unterhalten. Aber des Pudels Kern, da reden wir über den Hochrisikobereich, da gibt es Schätzungen, wen betrifft das denn eigentlich überhaupt? Und von diesem Hochrisikobereich, also von dem einzig regulierten Bereich, der hier überhaupt in Frage steht, reden wir von einer Quantität von 5 bis 15%. Mit anderen Worten, bis zu 90 oder 95% dieser KI hier in Europa ist weiterhin in dem freien Spiel der Märkte und auch der Innovationsfähigkeit Europas unterlegen und unterliegt keinerlei nennenswerter Einschränkung. So, wenn wir über Hochrisikoprodukte reden, worüber reden wir denn da? Natürlich reden wir über Medizinprodukte. Wer will denn bitte schön auf einer Krebserkennungssoftware nicht berücksichtigt werden oder entsprechend keine Behandlung finden? Wer will denn bitte diskriminiert werden aufgrund seines Geschlechts bei Bewerbung? Wer will denn in Autos fahren, die autonom durch die Gegend fahren und im Zweifelsfall so ähnlich enden wie in Arizona, als Uber eine Fahrradfahrerin eben die Software nicht erkannt hat und die künstliche Intelligenz zwar die Radfahrerin gesehen hat, wie sie die Straße überquert hat, aber in ihrer Kategorisierung die Radfahrerin unter die Kategorie einsortiert hat, wie eine umherfliegende Tüte, mit dem Ergebnis, dass das an das System der Befehl gegeben wurde, weiterzufahren und nicht anzuhalten. Und meine Damen und Herren, das müssen wir natürlich verhindern. Wir in Europa haben hier einfach einen anderen Ansatz als in den Vereinigten Staaten und im Übrigen auch als im Asiatischen, vor allen Dingen in China, wo wir natürlich ein ganz anderes Wertesystem haben. Und wir sagen, dass wir Dinge eben im Vorhinein ausprobieren, bevor wir Systeme in den Markt hinein lassen, als im Nachhinein das dann zu regulieren. So, und da kommen wir dann auch zu da steckt der Teufel natürlich im Detail und da wird es ja auch sehr stark darum gehen, was ist denn jetzt im Hochrisikobereich eigentlich los? Und da schlägt die Kommission ja ein paar Sachen vor. Die tschechische Ratspräsidentschaft hat hier nochmal nachgelegt. Aus unserer Sicht ist ganz wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet, Hochrisikoprodukte zu regulieren, dass man das dann auch durchzieht. Und zwar für all diejenigen, die man dann in diese Risikoklasse eingeordnet hat. Das ist Rechtssicherheit für die Unternehmen und Rechtssicherheit für diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher, die Industrie, die sich darauf verlassen wollen, dass diese Dinge dann auch geprüft werden. Und hier macht die Kommission eine Ausnahme. Bei den KI-Standalone-Produkten wird nur auf die Gesichtserkennung abgestellt, die dann auch überprüft werden soll. Die anderen Sachen bleiben unreguliert. Aus unserer Sicht unverständlich. Man sollte das hier durchziehen. Die Prüfmethodiken und die Tools, die ja möglicherweise noch nicht zur Verfügung stehen, die können entwickelt werden. Zweiter Punkt. Auch die KI selber bei den Produkten, die bisher einer unabhängigen Drittprüfung unterliegen, also zum Beispiel Aufzüge oder andere technische Geräte, die sollen ja nur dann die KI geprüft werden, wenn sie bisher auch einer Prüfung unterliegen. Also ein Aufzug, der momentan auch unabhängig geprüft werden muss, muss dann auch die KI geprüft werden. Das ist erstmal schlüssig. Wo der Blind Spot hingegen ist, ist die KI selber, die in Produkte Einzug erhalten kann, die momentan noch nicht einer unabhängigen Drittprüfung unterliegen, zum Beispiel Spielzeuge. Sie kennen alle das Beispiel der Puppe Kyla, die im Grunde genommen durch Einfluss von künstlicher Intelligenz, Spracherkennungssoftware und diverse andere Dinge auch zu einer Gefahr werden kann. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission wird die aber nicht unabhängig drittgeprüft, weil sie einfach vergessen, dass durch die KI selber ein neues Risiko entstehen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch implementiert. Letzter Punkt, KMUs und Wettbewerbsvorteil. Selbstverständlich haben wir hier in Deutschland
Deutschland eine hervorragende Infrastruktur, technische Dinge zu prüfen und auch Qualität. Und für viele deutsche und europäische KI-Unternehmen wird die KI-Regulierung nicht das Problem sein. Wir müssen hier im internationalen Wettbewerb auch denken, Rechtssicherheit und auch den Vertrauensvorschuss und diese Klarheit, die so eine Regulierung bringen kann, schafft zumindest mal die europäischen Tech-Industrie einen Wettbewerbsvorteil, den wir, glaube ich, nutzen sollten und uns wappnen sollten vor internationalen Playern, die möglicherweise andere Wertevorstellungen haben. Also helfen wir unseren Unternehmen hier in Europa auch mit dieser KI-Verordnung. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Bühler. Wir gehen weiter zum virtuell zugeschalteten Sachverständigen Jürgen Geuter von Art und Com. Und der kurze Hinweis, wir freuen uns natürlich auch, wenn die Zeiten eingehalten werden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu diesem Ausschuss und die Gelegenheit, meine Expertise auch digital aus der Covid-Seuchenstation beisteuern zu dürfen. Als ich den Titel der Sitzung in der Einladung las, musste ich ein wenig schmunzeln, denn rein inhaltlich haben die beiden Technologiefelder KI und Blockchain keine ernstzunehmende Schnittmenge. Doch auch schon 2018, als der Experte für das Thema Blockchain im Vorgänger dieses Ausschusses zu Gast sein durfte, zeigte sich deutlich, dass es hier gar nicht um eine Technologie oder konkret vorliegende Produkte oder Dienstleistungen ging, sondern um sogenannte Future Imaginaries, wie der Soziologe Charles Taylor Anfang der 2000er beschrieb. Das heißt, es geht um Vorstellungen, Fantasien der Zukunft, die nicht auf den wirklichen Eigenschaften von Technologien oder Strukturen basieren. Diese Imaginaries beziehen ihre Überzeugungskraft vielmehr aus Erzählungen, aus Hoffnung, aus Ängsten und sind dabei aber schon so tief in das kollektive Bewusstsein eingesickert, dass sie unsere Entscheidung, unser Denken nachhaltig prägen. Es geht hier in diesem Ausschuss heute maßgeblich um die anstehende EU-Verordnung zur Regulierung von KI. Und gerade im Anbetracht des massiven Impacts, den aktuelle KI-Projekte auf die öffentliche Debatte und auf real existierende Produkte haben, ist es wichtig, diese Regulierung ernsthaft und zielführend zu betreiben. Die Strukturen, die diese Technologien begünstigen, zu verstehen und einzuschätzen, ob hier Eingriffe durch die Gesetzgebung vonnöten sind. Und es soll nebenher auch irgendwie um Blockchains gehen. Eine langsame Datenbanktechnologie, die in den 13 Jahren ihrer Existenz außer der Ermöglichung von Ransomware-Attacken, dem Erwerb illegaler Güter und dem Angebot unregulierter Wertpapiere an Endkunden keinerlei relevante Einsatzzwecke hervorgebracht hat und deren unfundierte Heilsversprechen immer wieder ihren Weg in diverse öffentliche Ausschreibungen finden. Bei dieser Imaginaries versprechen in der Zukunft große Gewinne, große Vereinfachung für die Leben der Menschen. Beide bringen mit sich auch diverse Bedrohungen, ob real existierend oder bisher vor allem imaginär. Beide Imaginaries versprechen irgendwelche Zukünfte und wir sehen auch am Entwurf der KI-Verordnung, dass die Regulierung stark auf diesen Zukunftsnarrativen aufsetzt. Wir versuchen jetzt Regelungen zu schreiben für eine Fiktion, die in 5 bis 10 Jahren Realität sein soll, wenn wir den Technologieanbietern glauben, so Beispiel Self-Driving Cars. 2019 veröffentlichte die britische Investmentfirma MMC eine Studie über den Markt der europäischen KI-Startups. MMC stellte fest, dass 40% aller KI-Startups keinerlei Berührungspunkte zu KI oder Machine Learning haben. Ebenso wissen wir, dass viele KI-Dienste auf massiven Mengen unsichtbar gemachter menschlicher Arbeit basieren und sie nur nach außen als technologische Wunderwerke auftreten. Es ist essentiell, den digitalen Bereich des Lebens und die dort vorherrschenden Strukturen in unsere Wertordnung einzugliedern. Aber ob dazu unbedingt spezifische Regulierungen für KI nötig sind? Natürlich können KI-Systeme diskriminieren, wenn sie so eingesetzt werden. Der Kern der Diskriminierung entsteht aber nicht aus dem Einsatz von KI, sondern aus der Situation heraus, in der unter anderem KI-Systeme oft als Teil größerer Infrastrukturen implementiert werden. Aber sind KI-Systeme wirklich derart singulär? Sind sie der große Sprung, der alles radikal verändern wird, wie hier gerade mehrfach gesagt wurde? Diverse Wissenschaftlerinnen im Bereich der KI-Forschung, wie beispielsweise Gary Marcus von der New York University, erläutern schon seit mehreren Jahren, dass Deep Learning, also das, was wir heute oft KI nennen, konzeptionell weitgehend am Ende angekommen ist und dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, die etablierten Mechanismen immer wieder auf neue Kontexte anzuwenden. Ohne die Hoffnung, dass man jemals wirklich näher an so intelligentes Maschinen rankommt, wie sie die Science Fiction manchmal verspricht. Machine Learning ist allerdings in einer Weise durchaus singulär. Das Trainieren von Machine Learning Systemen verbraucht für nicht triviale Systeme vergleichbar große Mengen an Energie und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Erreichung von Klimazielen. Hier wäre KI eine gute Gelegenheit, die Bewertung von Technologien im Einsatz noch stärker mit Blicken auf ihre negativen, wie natürlich auch gerne positiven Externalitäten zu formalisieren und diese Bewertung gesetzgeberisch einzufordern, egal für welche Technologie.
Und somit liegt die Herausforderung viel weniger darin, technologischen Imaginaries, die mehr oder weniger realistisch sind, hinterher zu regulieren, sondern auf Basis der existierenden Rechte der Betroffenen und mit klarem Blick auf die sozialen oder auch ökologischen Auswirkungen bestimmter Implementierungen zu regulieren, technologieagnostisch die digitale Welt proaktiv zu gestalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Geuter, und auch ein großes Lob für die Einhaltung der Zeit. Wir machen weiter mit Dr. Angela Müller, Head of Policy and Advocacy bei Algorithm Watch. Vielen Dank, sehr geehrte Frau stellvertretende Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich danke Ihnen im Namen von Algorithm Watch für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Advocacy-Organisation, die eben die Auswirkungen von algorithmischen Systemen auf Mensch und Gesellschaft beleuchtet. Nun, KI durchdringt immer mehr Lebensbereiche, von Stellenbewerbungen bis zur Prognose von häuslicher Gewalt. Und mit der KI-Verordnung versucht die EU eben nun, Grundrechte und Unionswerte zu schützen und wählt dafür ein Binnenmarktinstrument. Ob dies jetzt aus einer Grundrechtslogik tatsächlich ein effektives Regulierungsmittel darstellen kann, das kann man hinterfragen. Ich glaube, das führt an dieser Stelle wahrscheinlich zu weit. Aber es zeigt sich eben konkret in der Verordnung, dass dieses Spannungsverhältnis doch Fragen aufwirft. Und ich möchte im Folgenden auch als Ergänzung zu unserer schriftlichen Stellungnahme kurz auf vier für uns zentrale Punkte eingehen. Erstens, der Entwurf der Verordnung konzentriert sich auf Pflichten für die Anbieter, also die Entwickler der Systeme. Nun, diskriminierende und ungerechte Auswirkungen, wir haben es gehört, sind aber nicht einzig auf technische Aspekte oder Trainingsdaten zurückzuführen. KI-basierte Systeme sind soziotechnische Systeme, die eben in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext eingesetzt werden. Und dieser beeinflusst unweigerlich die Auswirkungen des Systems. Folglich muss der Fokus auch darauf gelegt werden, auf welche Weise und zu welchem Zweck eben KI-Systeme eingesetzt werden und in welchem Kontext das geschieht. Das heißt, es ist angezeigt, viel strengere Verpflichtungen für die BetreiberInnen von KI-Systemen, das sind die Nutzer in der Terminologie der KI-Verordnung, einzuführen. Und diese Lücke sollte geschlossen werden. Damit verbunden ist mein zweiter Punkt, nämlich können wir heute oft nur spekulieren, wo und von wem und wozu die Systeme tatsächlich eingesetzt werden. Das heißt, wir brauchen Licht in diese Blackbox, wir brauchen Transparenz zu den tatsächlichen Einsätzen, um eben auch öffentliche Aufsicht und Kontrolle ausüben zu können. Durch Behörden, aber auch durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Wir brauchen also nicht nur Transparenz, welche Systeme angeboten und auf dem Markt erhältlich sind, sondern auch, wo sie tatsächlich zum Einsatz kommen. Das heißt, wir sollten auch die Nutzungen von KI-Systemen in der EU-Datenbank, wie sie in der Verordnung vorgesehen ist, transparent machen. Weil nur so gelangen wir als Öffentlichkeit zu systematischerem Wissen, welche Auswirkungen dieser tatsächliche Einsatz von KI-Systemen auf uns, auf unsere Gesellschaft hat. Und diese Evidenzbasis brauchen wir, um die Regulierung auch künftig evidenzbasiert zu gestalten. Drittens, aus grundrechtlicher Perspektive erscheint etwas irritierend, dass das Ziel zwar der Grundrechtsschutz ist in der Verordnung, dass aber diese TrägerInnen der Grundrechte, also wir alle, die Betroffenen, nicht erwähnt sind. Der Entwurf schreibt ihnen weder prozedurale noch substanzielle Rechte zu. Und es ist zwingend notwendig, dass wir das korrigieren. Wir brauchen das Recht, zuallererst nicht einem System unterworfen zu sein, das eben der Verordnung nicht konform ist, aber auch Recht auf Information, Erklärung, wirksame Rechtsmittel und so weiter. Und viertens ist zu guter Letzt ein Fokus auf den Anwendungsbereich der Verordnung zentral, weil wenn es wirklich darum gehen soll, Menschen zu schützen, dann muss sichergestellt sein, dass alle Systeme, die eben auch Auswirkungen auf Grundrechte haben, tatsächlich von der Verordnung erfasst werden. Das heißt, einerseits bedeutet das, dass nicht ganze Bereiche, wie zum Beispiel jener der nationalen Sicherheit, hier ausgeklammert wird, wie das derzeit im Rat vorgeschlagen ist. Andererseits muss eben auch die Definition von KI eben breit gefasst sein und nicht auf technisch komplexere Systeme eingeengt werden, weil die mit einem System verbundenen Risiken hängen schlicht nicht von der Komplexität der Technologie ab. Auch simplere Systeme können wesentliche grundrechtliche Auswirkungen haben. Das Beispiel kennen Sie vielleicht, das Siri-System, das in den Niederlanden von einem Gericht gestoppt wurde mit Verweis auf die EMRK. Das war ein sehr simples System. Entscheidendes Kriterium für den Anwendungsbereich sollte also nicht sein, welchen technologischen Ansatz verwendet wird, sondern welche Auswirkungen auf Grundrechte drohen. Sonst haben wir hier eine wesentliche Schutzlücke. Und darüber hinaus, als Nebenbemerkung, würde eine solche enge Definition wahrscheinlich auch das Ziel verfehlen, Innovation zu fördern, indem sie eben einen Anreiz schafft, Systeme mit komplexeren technologischen Ansätzen gerade eben nicht zu entwickeln und sie nicht zu verwenden, um eben dem Anwendungsbereich der KI-Verordnung auszuweichen. Das heißt, eine enge Definition würde sowohl das Ziel des Grundrechtsschutzes als auch jedes der Innovationsförderung verfehlen. Es wird zum Teil gesagt, gewisse Anforderungen sind nicht technisch machbar. Ich glaube, wir sollten uns bewusst sein, wir sind hier im normativen Bereich. Wir wollen nicht die technologische Entwicklung aufhalten.
Aber wir werden auch nicht hilflos von ihr überrollt, sondern wir wollen als Gesellschaft die Rahmenbedingungen gestalten, in denen wir eben Technologie einsetzen wollen. Und wir wollen die Kriterien festlegen dürfen, die dabei erfüllt sein müssen. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Müller. Weiter machen wir mit Caitlin Muller, Co-Founder and President of Ally. It's your 5 minutes now. Thank you very much. I'll be speaking in English. Dear Honourable, thank you, Chair. Dear Honourable members of the German Bundestag. Mitglieder des Deutschen Bundestages, Frau Vorsitzende, es ist mir eine Ehre und eine Freude, bei Ihnen sein zu dürfen. Ich war auch Mitglied der hochrangigen Sachverständigengruppe der Europäischen Union zur künstlichen Intelligenz, die EU beraten hat. Der größte Skandal in Bezug auf die KI hat sich in meinem Land ereignet. Vor kurzem ist die Regierung zu Fall gekommen wegen der Kindergeldsysteme, in der die Regierung eine Rolle gespielt hat. Zehntausende Menschen wurden fälschlicherweise von einem KI-System als potenzielle Betrüger klassifiziert, mit allen Konsequenzen, die das hatte. Und wegen dieser ganzen Konsequenzen begrüße ich die KI-Verordnung. Ich will damit nicht sagen, dass sie perfekt ist. Es gibt sicherlich noch Raum für Verbesserungen. Und da möchte ich sofort mit meinen Beobachtungen beginnen. Was ist nun das Ziel der KI-Verordnung? Die Gesundheit, die Sicherheit und die Grundrechte zu schützen gegen die negativen Einflüsse der künstlichen Intelligenz. Wichtig dabei ist, dass nicht nur das Recht auf Privatsphäre und der Nichtdiskriminierung sehr oft in der Debatte sind als Grundrechte, die potenziell hier betroffen sein könnten. Beispielsweise ist das Recht auf einen potenziellen Verdacht hier betroffen sein kann, soll heißen, dass in der Strafverfolgung nicht ein Verdacht auf eine Person zutrifft, sondern Charaktereigenschaften, die mit anderen Verdächtigen vergleichbar sind, schon diesen Verdacht begründen. Ein anderes Beispiel ist, dass wir möglicherweise an friedlichen Demonstrationen uns nicht beteiligen dürfen oder könnten, weil wir davon ausgehen, dass biometrische Gesichtserkennungssysteme ständig im Einsatz sind und uns verdächtigen. Und deswegen müssen wir die KI-Verordnung aus Grundrechtesicht beleuchten, so wie das die Kommission auch fordert. Ich möchte etwas tiefer einsteigen. Die biometrische Gesichtserkennung beispielsweise oder generelle Erkennung kommt in verschiedenen Formen, Manifestationsformen, wie zum Beispiel die Form der biometrischen Kategorisierung, wo wir als Menschen in Gruppen kategorisiert werden, vor dem Hintergrund unserer Hautfarbe, unserer Haarfarbe, des Geschlechtes, der sexuellen Neigungen oder auch beispielsweise gibt es die Emotionserkennung, wo unsere Emotionen aus unseren Gesichtsausdruck oder unseren Gefühlen bewertet werden kann. Da geht es nicht um eine Identifizierung als solche. Nur biometrische Identifizierung wird nach der Verordnung verboten und auch nur für die Strafverfolgung. Das soll also heißen, dass diese zwei Formen wirklich sehr invasiv sind in das Leben und die Grundrechte der Menschen. Die sind immer noch erlaubt. Thema Hochrisikoanwendungen. Im Anhang 3 der Verordnung findet man eine große Liste von AI-Praktiken, die kritisiert werden. Und auch gut, dass die als Hochrisiko gekennzeichnet werden, aber schlecht, dass wir sie sozusagen gutheißen durch die Verordnung. In den Hochrisikoanwendungen geht man davon aus, dass die Risiken, die hier entstehen, gelöst werden können mit den Gegenmaßnahmen der Verordnung. Und das ist aber nicht immer der Fall. Und deswegen fordern wir eine Stärkung dieser Anforderungen. Viele kritische Entscheidungen in der Justiz, im Gesundheitswesen, auch in der Strafverfolgung können im großen Maße von der künstlichen Intelligenz beeinflusst werden. Aber viele KI-Systeme können diese Entscheidungen gar nicht treffen. Deswegen sollten wir in Frage stellen, dass solche Systeme solche Entscheidungen treffen dürfen. Nicht alle Entscheidungen lassen sich auf eine Abfolge von Einsen und Nullen reduzieren. Ich möchte deswegen auch ansprechen, dass Regulierung eben nicht die Innovation eindämmt, wie immer wieder vorgebracht wird. Die Regulierung mit der KI-Verordnung führt stattdessen zu Rechtsklarheit, gerade für KMUs. Es wird eine Wettbewerbsgleichheit geschaffen. Alle Akteure müssen alle Standards erfüllen, gleiche Standards. Es kann auch ein Sprungbrett sein für weitere Innovationen. Wenn Sie sich die Verordnung genauer anschauen, sehen Sie, dass es wirklich eine Hilfestellung ist, die einen dabei unterstützt, Schritte zu erfüllen, damit das eigene KI-System auch vertrauenswürdig ist, gut ist, hohe Qualität darbietet und auch globale
Einsatzgebiete findet. Viele Leute sagen, nein, wenn wir das nicht hier machen, dann kommen die Chinesen oder in den Vereinigten Staaten die Akteure, die das für uns tun. Das stimmt nicht. Diese Verordnung hat eine globale Auswirkung. Europa ist der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Wenn die Chinesen und die Amerikaner ihre Produkte, ihre KI-Produkte auf den europäischen Binnenmarkt bringen wollen, müssen sie sich der Verordnung unterwerfen. So einfach ist das. Ich hoffe auch, dass mir dann auch noch, ich bin gleich am Ende meiner Zeit, dass mir noch eine Frage stellen in Bezug auf einen allgemein orientierten KIs in der Zweckdarstellung. Da hätte ich noch einige Antworten parat. Sachverständiger hier vor Ort spricht Oliver Suchy, Leiter Digitale Arbeitswelten und Arbeitsweltberichterstattung vom Bundesvorstand des DGB. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir sprechen heute über den AI Act und das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir uns mal Studien angucken, wie KI eigentlich genutzt wird in Deutschland, dann muss man doch sagen, dass es noch erschütternd wenig ist. Da muss man sich mal fragen, woran das eigentlich liegt. Und in den Kontexten, in denen wir unterwegs sind, das ist zum Beispiel die KI-Plattform der Bundesregierung oder das ist der Ethikbeirat HR Tech, aus dem Bundesverband der Personalmanager gegründet, sagen uns ganz viele, dass es natürlich die Frage von Vertrauen und Akzeptanz ist, die allerdings dann zurückgeht auf Unsicherheit. Ja, und wie kriegen wir also mehr Vertrauen, mehr Akzeptanz in die Sache? Und das möchte ich auch vorausschicken, bevor ich zum AI Act selber komme. Wir als DGB sehen das schon als eine wirklich gute Möglichkeit, KI zu nutzen für gute Arbeit. Da haben wir auch vielversprechende Forschungen, die wir zum Teil auch sehr intensiv begleiten. Da gibt es auch große Hoffnung, was Entlastung angeht, in der neuen Mensch-Maschine-Interaktion. Aber da gibt es natürlich Sollbruchstellen. Und die eine ist halt für Unternehmen, das gilt nicht nur für die Beschäftigtenseite und Betriebsräte, sondern auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, ist die Frage der Unsicherheit. Und insofern würde ich oder möchte ich sehr stark dafür werben, das Thema Regulierung oder allein das Wort Regulierung vielleicht mal anders zu betrachten und nicht reflexhaft als eine Blockade von Innovation. Im Gegenteil, ich sehe das auch für die Forschung als einen tatsächlichen Enabler, nämlich diese Aspekte mitzudenken, wenn wir darüber sprechen, diese Systeme dann auch gerade in der Arbeitswelt in die Anwendung zu bringen. Frau Müller hat es schon gesagt, wie dieser AI-Act rechtssystematisch einzuordnen ist. Hier geht es um die Inverkehrbringung und Verwendung und hier geht es um die Harmonisierung des Binnenmarkts. Insofern haben natürlich dann arbeitsrechtliche Fragen eigentlich keinen Platz. Aber wir wissen auch, das zeigt sich auch im Spannungsverhältnis im AI-Act zwischen den Anwendern bzw. den Anbietern, den Anwendern. Und was ist dann eigentlich mit den Beschäftigten? Sind es die Performer? Die kommen da gar nicht vor. Also das Verhältnis von den Anwendern zu den Dritten wird nicht geregelt. Ich bin deshalb sehr froh, wir haben das schon länger vorgeschlagen, dass die deutsche Bundesregierung in der Stellungnahme zu den neuen Vorschlägen der Ratspräsidentschaft aus Tschechien den Vorschlag macht, hier eine Öffnungsklausel zu implementieren, die den Mitgliedstaaten ermöglicht, hier spezifische Regelungen gesetzlich oder auch für die Tarifvertragsparteien zu ermöglichen, weil tatsächlich hier auch der Teufel im Detail steckt. Es geht darum, tatsächlich Sollbruchstellen zu regeln bei der Nutzung von KI im Betrieb. Weil hier geht es nicht nur um die Autonomie von Systemen, von KI-Systemen, sondern es geht letztlich auch um die Autonomie von Beschäftigten und die Frage des Verhältnisses eigentlich zueinander. Insofern möchte ich auch hier das Angebot machen, da wir sind gerne bereit, daran mitzuwirken, weil wir das für sehr entscheidend halten, auch für die Verbreitung von KI-Anwendungen in den Betrieben, in den Unternehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ansonsten habe ich noch 1:30 ungefähr. Wir unterstützen das Ganze generell. Wir haben zwei größere Probleme. Das eine ist die Frage der Konformitätsprüfung. Warum richtet man einen High-Risk-Bereich eigentlich ein, wenn man dann sagt, das sollen die Anbieter selber regulieren? Ist für uns nicht nachvollziehbar und auch im Sinne der Vertrauenswürdigkeit nicht gegeben. Das andere ist die Frage natürlich des Hochrisikobereichs selber. Hier sehen wir, dass der Arbeitsbereich, also Arbeit und Beschäftigung, zwar genannt ist, aber doch auch mit Einschränkungen. Wenn wir uns dann den Vorschlag der Ratspräsidentschaft angucken, wird es noch ein bisschen schwieriger. Ich würde sehr davon abraten, jetzt auch noch Einzelfallprüfungen, also die einzelnen Use Cases einzubeziehen. Das, glaube ich, macht keinen großen Sinn. Und am Ende
Die Frage der Definition ist ja von Anfang an umstritten. Aus unserer Sicht ist es schon wichtig, gerade weil KI keine weltweit anerkannte Definition hat, zu schauen, dass wir algorithmische Managementsysteme hier nicht ausklammern. Weil der ganze Personalbereich hängt im Grunde daran, und das darf, glaube ich, hier aus diesem Geltungsbereich nicht rausfliegen. Es stecken dann auch so ein paar neue Kniffligkeiten drin, wie im Vorschlag der Ratspräsidentschaft, nämlich Certain Level of Autonomy hier einzufügen. Da stelle ich mir auch die Frage, wie man das eigentlich rechtssicher abbilden will. Also kurz, 5 Sekunden. Es ist noch viel zu diskutieren. Die Richtung stimmt. Und wenn man das untersetzt mit entsprechenden Regularien für die Arbeitswelt, dann kann daraus, glaube ich, Produktives werden. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Suchy, und auch vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Eingangsstatements. Wir machen es jetzt so, ich habe es eingangs beschrieben, jede Fraktion hat 5 Minuten für Frage und Antwort. Ich würde die Abgeordneten bitten, direkt zu sagen, an wen die Frage gerichtet ist. Sie dürfen dann als Sachverständige direkt antworten. Ich erteile Ihnen also nicht noch mal gesondert das Wort. Und wenn wir uns alle an die 5 Minuten halten, dann schaffen wir bestimmt auch eine zweite Runde. Wir starten mit Pasa Mavi von der SPD. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage würde sich auch an den Sachverständigen Joachim Bühler als Geschäftsführer des TÜV-Verbandes richten. Vielen Dank für diese Einordnung der KI-Verordnung, ich sag mal, mit der man versucht, eine Balance zwischen Innovation und Regulierung zu finden und einen Goldstandard auch international über Klarheit zu etablieren. Und trotzdem haben wir noch Unklarheiten und offene Fragen. Die erste bezieht sich auf den risikobasierten Ansatz, den Sie gelobt haben, der ja umstritten ist, ob diese Hochrisikodefinition ausreichend ist und alle Bereiche abgedeckt sind. Herr Suchy hat ja gerade den sensiblen Bereich Arbeit angeschnitten. Aber wenn es denn bei diesem Status bleibt, ist für die Qualitätssicherung aus Ihrer Sicht ernsthaft ausreichend, dass die Konformität auf Basis von Selbstbestätigung und Selbsttestung stattfindet? Ich wäre fast geneigt zu sagen, das wäre ja so, wie wenn ich beim TÜV-Check mein Auto selber testen würde. Ich weiß, dass es nationale Marktüberwachungsbehörden und so geben wird, aber es ist zumindest etwas unklar. Das Zweite ist die Frage, ob es nicht erneut strenge Prüfungen geben müsste, wenn ein bestehendes KI-System signifikant verändert wird oder gar eine andere Einsatzmöglichkeit erhält. Und die dritte wäre die Frage der Governance, in der Tat bezogen auf die nationalen Marktüberwachungsbehörden, dieser dezentrale Ansatz. Wäre es nicht genauso wichtig gewesen, Kompetenzen auf europäischer Ebene zu bündeln? Trauen Sie uns das sozusagen zu, in allen EU-Mitgliedstaaten mit Personal, mit Qualität einen entsprechend dezentralen Ansatz zu fahren? Das vielleicht von meiner Seite. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich sage mal, das Thema Selbstregulierung, ja, das ist genauso. Ich sage mal, meine Kinder sind in der Schule und klar, wenn sie ihre Diktat selber korrigieren wollen würden, dann ist das so schwierig. Das will ich nicht allen unterstellen, dass man da was macht. Aber unsere Erfahrung ist ja gerade, ob es beim Auto ist, ob das bei Aufzügen ist oder bei Medizinprodukten, ganz wichtiges Thema. Natürlich ist eine unabhängige Drittprüfung eigentlich was anderes und eine ganz andere Qualitätsstufe als das bei einer Selbstregulierung. Da ist gar kein böser Wille dabei. Das muss man gar nicht in Unternehmen unterstellen, dass die jetzt versuchen, im Grunde genommen möglichst wenig Kriterien anzuwenden oder das anders zu beurteilen, sondern es ist einfach was, also die Kompetenz, ein Produkt oder eine Software oder was zu prüfen, also die eigentliche Prüfkompetenz unterscheidet sich maßgeblich von dem derjenige, der sie entwickelt. Und deswegen ist es richtig, ob wir das bei der Fahrschule und Fahrprüfung haben, ob wir das bei Autoprüfung haben, ob wir da die Trennung von Ausbildung oder Erstellung und das, was man prüft, ist ein ganz zentraler Bestandteil, um überhaupt die Qualität, um eine Aussage auch fähig treffen zu können, gerade bei hochriskanten Produkten, welche Qualität oder ob sie tatsächlich compliant sind. Erster Punkt. Das zweite Thema, die Veränderung von Systemen. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ja, wir haben momentan das Problem mit Tesla, das sage ich auch ganz offen hier in der Runde, dass Tesla ja schon heute ganz viele Software-Updates over the air in die Autos bringt. Das ist so lange nicht problematisch, solange Sie ein neues Gimmick bei Ihrem Autoradio bekommen oder irgendwie neues Ambientlicht. Aber ein Problem ist es dann, wenn Sie auf einmal die Bodenfreiheit um 5 cm verändern per Software-Update. Alle diejenigen, die mal Mofa gefahren sind und beim TÜV-Prüfer gescheitert sind mit den Eintragungen, ja, die können ja nur heulen, was heute sozusagen over the air möglich ist. Und das unterliegt zurzeit noch keiner
neuen Abnahme. Und das ist ein Riesenproblem, da müssen wir ran, weil die Systeme sich komplett verändern und das Inverkehrbringen eines Produktes, so wie wir uns das früher vorgestellt haben, mit dem Versuch, alles wieder darauf auszurichten im Laufe der Jahre, dass es wieder so nah wie möglich an dem Ursprungszustand ist, das ist bei KI eine total andere Situation. Und da muss man einen guten Weg finden. Natürlich kann man das nicht im Monatsrhythmus machen, aber man muss bei besonders relevanten, sicherheitsrelevanten Themen, muss man da auch was Neues machen. Und das Thema Governance, ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das auch klar fasst, wie sieht die Governance aus, ob das auf europäischer oder nationaler Ebene, das müsste man sich nochmal schauen, aber das ist natürlich ein ganz zentraler Erfolgsfaktor dafür, wie gut das funktioniert. Deswegen die Frage, wie akkreditiert man, ist das eine behördliche Angelegenheit, läuft das über die Akkreditierungsstellen, ja oder nein, schafft man da was Europäisches, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die auf jeden Fall im Vorfeld geklärt werden müssen. Vielen herzlichen Dank. Dann hat jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Ronja Kemmer das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Sachverständigen. Ich würde gerne starten bei Professor Klaunert. Sie haben ja auch erfreulicherweise die Chancen der Technologie benannt, auch wenn wir viel jetzt über Risiken sprechen. Die beiden Knackpunkte innerhalb der Verordnung ganz klar ist eben das Stichwort Definition und dann auch die Hochrisikoklasse. Deswegen würde mich zum einen noch mal interessieren, die Definition ist ja jetzt etwas zwar enger gefasst, trotzdem umfasst sie neben dem maschinellen Lernen eben auch noch das Stichwort regelbasierte Systeme im geeinten oder nicht noch nicht geeinten, aber im Kompromissvorschlag der Kommission. Wie bewerten Sie das? Und mit Blick auf die Hochrisikoklasse, die ja die entsprechend auch wichtige ist, weil es geht ja um die Ex-ante-Prüfung, was denken Sie denn auch an der Stelle, wer nachher diese Überprüfung übernehmen sollte und wie weit eigentlich auch die Definition an der Stelle überhaupt gehen kann von Hochrisiko? Weil wenn nachher alles Hochrisiko ist, wir hatten jetzt mal eine Zahl von 5 bis 15% gehört, aber es ist ja noch gar nicht klar, was nachher entsprechend auch dann zu tragen kommt, welche Bereiche. Also wie bewerten Sie das auch an der Stelle? Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich vermute, der Hochrisikobereich wird eher gegen 100% gehen, schlichtweg aufgrund der sehr unscharfen Abgrenzung. Wie gesagt, eine Google-Suche wäre theoretisch auch Hochrisiko, weil Sie könnten einen psychischen Schaden vom Ergebnis bekommen. Und das passiert schlichtweg durch sehr lange Texte, die sehr unkonkret geschrieben sind. Jetzt hat sich natürlich mit mittlerweile der vierten Ratspräsidentschaft einiges verändert. Und jetzt, der Text wurde jetzt zuletzt im September überarbeitet. Die Definition von KI wurde verändert, verweist auf maschinelles Lernen. Wenn Sie auf maschinelles Lernen verweisen, müssen Sie es auch definieren. Das ist nämlich nicht erfolgt. Und man muss auch sagen, maschinelles Lernen überschneidet sich sehr groß mit dem Feld der Signalverarbeitung. Ich habe da auch natürlich mal im Kollegenkreis mich ein bisschen ausgetauscht. Da kam nie einer auf die Idee, die Signalverarbeitung als solche zu regulieren. Und das versucht man jetzt durch den AI Act. Hochrisiko sollte man einengen, wo wirklich eine absolute Gefahr für Leib und Leben herrscht. Und da ist schlichtweg schon vertikal ja so gut wie heute alles reguliert. Und warum tut man nicht die vertikale Regulierung KI-spezifisch nachschärfen? KI ist ja nur ein kleiner Teil eines Systems. Und wo neue Fragestellungen entstehen, Sie haben es jetzt mit Tesla angesprochen, da muss man dann vielleicht auch vertikal neue Regulierung machen. Wir haben ja da von verschiedenen Problemfällen gehört, von dem geschätzten Kollege Dr. Bühler mit Krebserkennung. Ja, die KI entscheidet ja nicht abschließend. Die KI macht eine Entscheidung, macht vielleicht auch noch eine Erklärung, warum denkt sie das so. Schlussendlich entscheidet aber der Arzt, nicht die KI. Und die KI sehe ich da erstmal als große Chance, weil sie kann natürlich die Ärzte entlasten. Auch wir haben mittlerweile ja einen großen Ärztemangel. Und der Arzt kann sich dann vielleicht auf die schweren Fälle konzentrieren oder mehr auf das menschliche Miteinander. Und die KI macht Fehler, ja. Die Menschen machen auch Fehler. Bei der KI können wir es aber nachvollziehen. Wir können es korrigieren und immer noch besser werden. Wie zum Beispiel auch beim autonomen Fahren. Ja, Menschen sterben durch autonome Autos und jeder Todesfall ist einer zu viel. Aber wenn Sie das mal pro Kilometer rechnen, sterben durch autonome Autos viel weniger Menschen als im normalen Straßenverkehr. Und das ist eine große Chance. Und wenn wir dann zur KI regulieren, dann wird die KI schlichtweg verschwinden. Dann ist natürlich auch die Frage im Hochrisikobereich,
welche Auswirkungen das zum Beispiel in der Forschung hätte. Das fällt ja auch immer. Jetzt muss man mal sagen, der AI Act wird zwar gewisse Forschungen verbieten oder einschränken, ist aber aus grundgesetzlicher Art völlig egal. Ich habe extra noch mal den Kommentar von Dürig Herzog Scholz am Wochenende nachgeschlagen. Artikel 5 Absatz 3 schützt auch ausdrücklich rechtswidrige Forschung. Ich habe es noch mal nachgeschlagen. Also auch wenn der AI Act in der Forschung Einschränkungen machen sollte im Hochrisikobereich, dürfen Sie die Forschung erst mal machen in Deutschland, weil das ist schlichtweg durch das Grundgesetz geschützt. Und rechtswidrige Forschung kann man nur in ganz wenigen Fällen wirklich verbieten, wie zum Beispiel im Bereich Embryonenforschung. Ich habe das extra noch mal nachgeschlagen. Das Problem entsteht nach der Forschung natürlich, wenn Sie in den Transfer gehen und sagen, ich möchte das jetzt einsetzen, dann sind Sie natürlich im Wirkungsbereich des AI Acts. Und ja, Hochrisiko, da gibt es sicher viel zu tun. Ich würde aber vertikal nachschärfen. Natürlich wird so etwas wie der AI Act auch immer eine Geldquelle sein. Ich verweise jetzt hier gar nicht auf den TÜV, aber es wird sicher andere geben, die sich auch sehr freuen über den AI Act, weil man kann plötzlich ganz viel Geld verdienen. Und das wird einfach für KMU sehr, sehr schwierig, sowohl wenn sie externe Prüfer einsetzen, als das auch intern prüfen und die Dokumentationen machen. Das ist schlichtweg im KMU-Bereich sehr, sehr schwierig. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Sabine Grützmacher hat das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen herzlichen Dank auch an die Sachverständigen, die sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass wir sogar internationale Expertise heute im Ausschuss haben. Ich hätte zuerst zwei Fragen an Herrn Geuter. Die Frage 1 wäre, wir haben mittlerweile Erfahrung mit SSI auf Blockchain-Basis. Wir haben Stilblüten wie die Zeugnis-Blockchain. Und führende Sicherheitsexpertinnen haben gerade einen Brandbrief an den US-Kongress zur Regulierung von Kryptoassets geschrieben. Wir möchten aber Innovationsfördern und nicht das nächste Buzzword. Wie kann im Bereich der KI-Anwendung denn gewährleistet werden, dass eine angemessene Anwendung nach Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgt? Und welche messbaren Kriterien sind sinnvoll und welche gesellschaftlichen und sozialen Folgewirkungen müssen berücksichtigt werden? Und die zweite Frage wäre, eine der Stärken von KI-Anwendungen liegt darin, dass vorher nicht bekannte Zusammenhänge in großen Datenbanken zu erkennen sind. Und vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie sinnvoll es ist, modulare KI-Anwendungen nach Branche und nach Segmenten zu klassifizieren und den kombinierten Einsatz nicht neu zu bewerten, sondern abhängig von den Einzelbewertungen einzustufen. Vielen Dank. Ja, zu der ersten Frage. Ich habe versucht, ein bisschen meinem Eingangsstatement dazu Stellung zu beziehen. Entschuldigung, dass ich manchmal noch huste. Wir sehen da natürlich, dass ganz viel über, auch ja hier im Ausschuss, über die Zukunftschancen und die Innovationschancen gesprochen wird. Aber wenn wir hier darüber reden, dass zum Beispiel eben auch öffentliches Geld ausgegeben werden soll, um bestimmte Technologien umzusetzen oder um bestimmte Probleme zu lösen, ist es, glaube ich, viel relevanter wegzukommen von diesem, können Sie, das Finanzministerium hatte gerade irgendwas ausgeschrieben, kann man mit Blockchain Cum-Ex verhindern, solche Geschichten. Das ist halt eine Art und Weise der Ausschreibung, die keinen Sinn ergibt. Man muss halt ausschreiben, können Sie dieses und dieses Problem lösen und evaluieren Sie die unterschiedlichen Aspekte. Und in dieser Evaluation, welche Technologien dafür geeignet sind, welche man einsetzen kann, muss man vielmehr eben auch losgelöst nur von technischen Versprechungen, das hier ist eine KI, die macht das schon, runtergehen auf, welche Externalitäten hat das denn? Welche Auswirkungen hat das? Das hat einerseits, wie ich vorhin mal anmerkte, ökologische Aspekte. Also wenn ich halt so ein Netzwerk mit sehr, sehr vielen Parametern sehr, sehr häufig neu trainieren muss, bis es irgendwie funktioniert, dann habe ich damit halt auch einen massiven CO2-Impact, den vielleicht andere Technologien nicht hätten. Und das muss in die Bewertung einfließen. Genauso wie man sich natürlich die Frage stellen muss, brauche ich an bestimmten Stellen eben eine KI oder sonstige Zukunftswundertechnologien, wenn ich dafür dann, wenn ich es anfassen muss, extreme Aufwände habe, weil ich zum Beispiel bei einer KI kann ich ja nicht den Code anfassen. Ich kann halt das Netz retrainieren, das ist nicht ganz so aufwendig, wie es neu zu trainieren, aber es ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau als mit einer Standardtechnologie, wo ich diverse DienstleisterInnen am Start haben könnte, die mir das für günstig irgendwie machen, meine Software reparieren kann. Auch kenne ich ja auch aus meinem beruflichen Alltag, so KI-Systeme in der Öffentlichkeit laufen zu lassen, die altern halt verhältnismäßig schlecht. Also auch diese konstanten Wartungsprozesse, die man braucht, damit diese Systeme immer weiter mit der Welt interagieren können, sind nicht zu unterschätzen und müssen einfach in so eine Bewertung von technologischen Optionen viel expliziter mit aufgenommen werden, um am Ende eine sinnvolle, seriöse Bewertung des Gesamtsystems zu haben und nicht zu sagen, wir wollen das jetzt unbedingt mit diesem Hammer machen. Wir würden ja auch einem Handwerker nicht sagen, kommen Sie her und machen Sie das und das mit dem Hammer. Sie sagen, kommen Sie her und reparieren Sie dieses und dieses Teil in meinem Haus sein.
wie der Handwerker und die Handwerkerin das macht, ist uns dann egal an der Stelle. Und das greift ein bisschen, glaube ich, auch in die zweite Frage, die Sie stellten. Ich halte es auch für extrem schwierig, für so einzelne Komponenten, ob sie jetzt KI sind oder nicht, solche Risikobewertungen durchzuführen. Natürlich gibt es bestimmte KI-Systeme, die man auf ganz spezielle Dinge trainiert, wo man weiß, dass sie auf jeden Fall im Hochrisikoreich landen, weil sie bestimmte Gesundheitsdaten anfassen, damit trainiert sind, auch nur darauf anwendbar sind. Aber bei vielen anderen Komponenten sind die Ansetzungsfälle viel, viel breiter. Also ich meine, Dual Use ist ein bisschen ein ausgelutschter Begriff, aber das trifft uns dann natürlich die ganze Zeit. Und wir sehen auch auf dem Markt höhere Standardisierung. Das heißt, es ist nicht mehr das eine große KI-System, was ich kaufe. Ich kaufe mir Komponenten dazu, die ich bei mir in meine komplexere Infrastruktur integrieren, die irgendetwas Spezielles tun. Und der Anbieter dieser speziellen Lösung, der zum Beispiel irgendeine Form von Gesichtserkennung macht und das eigentlich konzipiert hatte, um in Kameras zu erkennen, ob die Leute gut im Fokus sind oder nicht. Ich kann dieses Werkzeug auch woanders einsetzen, aber ob da wirklich ein Risikofall entsteht, lässt sich erst bewerten, wenn ich die Gesamtarchitektur, wenn ich weiß, wo benutze ich das jetzt, gegen wen benutze ich das oder für wen benutze ich das und mit welchem Zweck. Das heißt, eine Bewertung kann immer erst unter Betrachtung des Gesamteinsatzkontextes kommen, und muss dann aber auch sehr explizit durchgeführt werden. Ich glaube, das ist das, wo man gerade regulativ eingreifen kann, zu sagen, es geht nicht darum, wenn jemand ein KI-System trainiert, da jetzt irgendwelche Bewertungen zu machen. Und so. Wenn man sowas irgendwie in die Öffentlichkeit bringt, wenn man das live schaltet, dann muss vorher so eine Bewertung stattgefunden haben, und zwar auf Basis der von mir gerade skizzierten Kriterien. Vielen herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Maximilian Funke-Kaiser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Heute geht es ja um Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf KI. Deswegen freut es mich, dass wir heute auch Herrn Andrulis dabei haben als Unternehmer in dem Bereich. Meine Fragen richten sich an ihn. Herr Andrulis, Sie haben, das hatten Sie ja selber auch gesagt, bei Apple gearbeitet, in Cupertino, waren dort in der AI-Entwicklung und haben sich 2019 dazu entschieden, sich selbstständig zu machen. Was hat Sie denn dazu bewogen, Ihr Unternehmen in Deutschland zu gründen und nicht in Silicon Valley? Vielen Dank für die Frage. Es war im Prinzip getrieben dadurch, dass ich gesehen habe in Apple, in der Arbeit dort, dass eine grundsätzliche Veränderung eben ansteht, dass neue Technologie neue Möglichkeiten bringt. Und das hat mich technisch unglaublich gereizt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ein KI-Unternehmen gründet man dann, wenn man die Wahl hat, lieber in den USA. Ich glaube aber, dass wir hier als Deutschland, als Europa die Verantwortung haben, die Zivilgesellschaft hier die beste Art und Weise in diese neue Ära zu bringen. Das bedarf eben eine gewisse Art von Souveränität, und zwar eine Algorithmen- und Wertschöpfungssouveränität. Und das erfordert im Prinzip, dass wir hier selber handlungsfähig und tätig werden. Und deswegen Heidelberg, man hat auch nicht geschadet, dass Heidelberg lebenswert ist und Berlin, aber der maßgebliche Punkt war im Prinzip der Wunsch, Deutschland und Europa zu befähigen, in dieser neuen Ära handlungsfähig zu werden. Eine nachfolgende Frage. Der AI Act, das wurde ja von allen Sachverständigen gesagt, er soll ja zum neuen Goldstandard werden, er soll Wettbewerbsfähigkeit fördern. Jetzt direkt die Frage an Sie. Fühlen Sie sich durch den aktuellen Entwurf des AI Actes hier in Ihrer Wettbewerbsfähigkeit tendenziell eher gestärkt oder eher geschwächt? Aktuell eher geschwächt, also eher die Gefahren sehe ich. Wir haben eigentlich die Punkte wurden schon sehr gut auch adressiert von anderen Beiträgen, dass zum Teil nicht ganz scharf abgegrenzt ist, was ist eigentlich AI? Jedes Excel-Spreadsheet kann irgendwie AI sein. Wann ist ein hohes Risiko gegeben? Eine persönliche Kränkung kann ein hohes Risiko sein. Wie sind die Zusammenhänge mit anderen Regeln, Datenschutz zum Beispiel? Also das sind alles so Sachen, die, und wir sind ja jetzt aktuell auch schon mittendrin, wir sind als Unternehmen jetzt schon mittendrin in Dokumentation, Zertifizierung. Das ist für ein kleineres Unternehmen wie uns natürlich schon ein Kraftakt, den wir dort machen müssen. Wenn ich auf die vergleichbare Unternehmen in den USA oder in China schaue, da haben die natürlich diese Hürden nicht. Das sind nicht nur Hürden, die für uns Aufwände bedeuten und Ressourcen, die wir allokieren müssen, sondern auch für unsere Partner und Kunden sind das Gefahrenquellen.
Dort ist man eher zögerlicher, dort ist man eher vorsichtiger. Unsere Technologie, die ja wirklich neu ist und die Dinge möglich machen kann, die auch noch nie gingen vorher, die in der Vergangenheit aber nicht möglich waren, dann einzusetzen. Also ich bin skeptisch, auch wenn ich den Grundgedanken natürlich zu schätzen weiß und auch nachvollziehen kann. Alles klar, jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen. Besondere Debatte ist Hochrisiko künstliche Intelligenz. Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass man Dinge wie Social Scoring und Facial Recognition auf die Liste der Technologien packt, die man verbieten möchte. Jetzt aber nochmal zum Hochrisiko-Aspekt. Nachdem Sie ja selber gesagt haben, Sie wollen hier Deutschland und Europa etwas geben, auch mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben in den Vereinigten Staaten, ja auch sehr altruistischer Natur ist, ist es auch in Anbetracht der Tatsache, dass man Hochrisiko so schwer definieren kann, nicht viel sinnvoller aus Ihrer Sicht, dass man auf der einen Seite klar ex ante Dinge formuliert, aber dann auch noch viel Spielraum offen lässt hinsichtlich ex post Definierung, wenn es wirklich mal zu einer Anwendung kommt, die zum Nachteil des Menschen kommt? In der Tat ein schwieriges Thema und was wir hier, glaube ich, brauchen, ist auf eine gewisse Art und Weise den Mut, in neue Dinge auszuprobieren. Viele Dinge in der Vergangenheit, auch Menschen, wir haben es gerade gehört, Menschen machen auch viele Fehler. Wir haben jetzt in einigen Fällen, in denen wir KI zur Unterstützung einsetzen, haben wir mal gemessen, die Fehlerquote von Menschen im Vorhinein, das ist gigantisch. Also ich glaube, wir brauchen hier einen gewissen Mut, diese Technologie einzusetzen und dann die Flexibilität mit dem technischen Fortschritt mitzuhalten und zu adjustieren. Vielen herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat Frau Kotar das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Sachverständigen für die Vorträge. Meine ersten Fragen richten sich an Professor Glauner. Sie haben mit Ihrem Vortrag eigentlich meine erste Frage auch schon beantwortet. Trotzdem würde ich da ganz gerne mal nachhaken, weil der Sonderausschuss ist zum Ergebnis gekommen, dass die EU praktisch in jeder Kategorie im Bereich KI hinter den USA und China zurückhängt. Und Sie fordern eigentlich die Vervierfachung der Anstrengungen, damit wir da aufholen können. Ich sehe das auch so, dass wir viel zu wenig die Chancen sehen und immer nur die Risiken. Und generell habe ich sowieso bei der EU das Gefühl, wir müssen immer alles überregulieren und alles bis zum Letzten zu durchdenken. Was machen denn andere Länder besser als wir? Es ist klar, wir wollen nicht zu China. Social Scoring, das, was wir gehört haben, das ist keine Frage für uns. Aber was machen Israel zum Beispiel besser oder die USA besser? Wo können wir uns ein Vorbild nehmen und wo sollten wir eher vorsichtig sein? Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ja, wir möchten kein Social Scoring wie in China. Meine Frau stammt aus Shanghai. Ich sehe das, das ist was, was wir nicht wollen. Jetzt heißt ja aber Social Scoring nicht immer automatisch, dass der Staat etwas tut, sondern wenn Sie jetzt in einem Service Center anrufen und Sie reden mit der KI und Ihnen wird dann eine Wartezeit zugewiesen, bis ein Mensch mit Ihnen redet, geschieht gegebenenfalls auch Social Scoring, abhängig von Ihrer Stimmung. Wenn Sie in sehr schlechter Stimmung sind, kriegen Sie vielleicht früher eine Antwort, als wenn Sie ganz entspannt sind. Das ist auch Social Scoring. Werbung im Internet ist Social Scoring. Also wir wollen sicher Social Scoring durch die Regierung verbieten, aber im Privaten ist es nicht notwendigerweise negativ. Das müssen wir, glaube ich, mal wirklich hervorheben, dass es nicht das eine Social Scoring gibt. China investiert sehr, sehr viel. Jetzt gab es ja in der vorherigen Bundesregierung diese Zahl von 3 Milliarden über 5 Jahre, glaube ich, waren es. Am Ende waren es dann nur 300 Millionen, mehr oder weniger. Wenn Sie jetzt mal nach China schauen, da gab es auch ein Ranking, wie viel einzelne Städte investieren. Und da hat die Stadt, die am 10. meisten tut, so viel wie die ganze Bundesregierung getan. Also es ist natürlich eine Riesenfrage vom Geld. Ich glaube, wer das in sehr, sehr, sehr gut macht in Deutschland, ist die bayerische Staatsregierung durch die Hightech-Agenda, wo natürlich viele 100 neue Professuren entstanden sind, sehr viel Fördermittel. Das sollten wir eigentlich überall tun in Deutschland, sowohl durch den Bund als auch die anderen 15 Länder. Wir müssen viel mehr Leute ausbilden. In dem Bereich bin ich auch tätig. Und das nicht nur an den Unis, auch an den HAWs, weil wir brauchen Praktiker, die am Ende diese Dinge unterrichten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben Sie die EU angesprochen. Also natürlich entstehen durch KI rechtliche Fragen. Ich bin auch gar nicht gegen Regulierung, aber man sollte vielleicht eher vertikal nachschärfen als horizontal, sondern in den konkreten Problemen, die es gibt.
Mir wird immer gesagt, auch durch die EU-Kommission, wenn die EU das jetzt nicht reguliere, dann hätte man bald über 20, also 27 oder was auch immer, KI-Regulierungen in Europa. Dann sage ich, das ist doch nicht schlecht. Europa wurde ja mal auf dem Gedanken gebaut, dass es Wettbewerb zwischen den Staaten gibt. Und das ist etwas, was wir jetzt jenseits der KI-Verordnung, glaube ich, komplett verlassen haben in der EU. Ich bin gar nicht gegen die EU, aber wir brauchen einen freien Markt, freier Zugang von Waren und Dienstleistungen und Personen. Wir müssen aber nicht immer alles überregulieren, sondern dann gibt es Wettbewerb. Und weil, was am Ende jetzt passiert ist, wenn die KI-Verordnung kommt, nicht jedes Land wird die Governance aufbauen können, um das Ganze durchzusetzen. Das sehen wir ja auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie nach Luxemburg gehen, da hat die Datenschutzbehörde, ich glaube, 5 Mitarbeiter. Ich habe da mal gelebt. Denen ist einfach alles egal. Deshalb gehen auch viele mit dem Hauptsitz dahin und sie können was auch immer tun und gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Und in Deutschland haben wir natürlich ganz viele Institutionen. Wir haben den Bundesdatenschutzbeauftragten, 16 in den Ländern. Die sind sich alle nicht einig bei dem Ganzen. Und das wird auch bei der KI natürlich am Ende passieren, dass Länder das Ganze nicht erzwingen werden. Andere, die sind sich dann wie in Deutschland schon innerhalb des Landes nicht einig, was diese über 100 Seiten bedeuten. Und das sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Und deshalb sage ich, ja, dann gibt es halt 27 KI-Regulierungen. Dann haben wir endlich auch mehr Wettbewerb in der EU, als wenn wir irgendwas tun, was am Ende eh nicht umgesetzt wird. Und das ist leider die Realität mit der Datenschutzgrundverordnung. Dankeschön. Eine andere Frage bezieht sich auf das Thema Daten. Wie stehen Sie denn, Herr Professor Glauner, zu der Idee, ein Kapitel Daten, Datenzugänglichkeit, Datennutzung, Datenverfügbarkeit ebenfalls in diesem Act zu etablieren? Oder reicht der Data Act, den wir haben in der EU-Kommission? Der Data Act wird ja kommen. Ich glaube, der wird ja auch Unternehmen zwingen, Geschäftsgeheimnisse preiszugeben nach dem aktuellen Entwurf. Ich weiß wirklich nicht, ob das gewollt ist. Dann gibt es natürlich dieses Spannungsfeld zwischen Data Act und Datenschutzgrundverordnung. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz austariert. Wir brauchen mehr Daten. Es wäre schön, wenn der Staat seine Daten mehr preisgibt. Und das ist heute natürlich noch nicht in dem Ausmaß geschehen, wie es geschehen könnte. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat die Kollegin Anke Domscheit-Berg das Wort. Ja, herzlichen Dank auch an alle Sachverständigen. Meine Frage richtet sich an Angela Müller von Algorithm Watch. Ich würde gern zuerst wissen wollen, ob KI-Systeme, die von öffentlichen Stellen oder auch in ihrem Auftrag genutzt werden und die Rechts- oder Schutzgüter der Bevölkerung oder auch kritische Infrastrukturen direkt oder indirekt betreffen, ob die generell als Hochrisikosysteme gelten sollten und dann auch in öffentlichen Registern aufgeführt werden sollten. Und natürlich, falls ja, soll sich die Bundesregierung dann dergestalt auch einsetzen bei den Verhandlungen in der EU. Oder aber andere Alternative, sollten alle KI-Systeme, die von öffentlichen Stellen oder in ihrem Auftrag genutzt werden, ganz unabhängig von der Risikoklasse in solchen öffentlichen Registern geführt werden? Vielen Dank für die Frage. Ich schaue dem Mikrofon zuliebe in diese Richtung. Ich denke tatsächlich auch, dass öffentliche Behörden eine ganz besondere Verantwortung wahrnehmen müssen gegenüber der Bevölkerung. Sie sind auch direkt an Grundrechte gebunden. Und verschiedene Bereiche, in denen öffentliche Behörden KI einsetzen können oder könnten, sind sehr sensibel. Wir haben von dem Beispiel in den Niederlanden gehört, wo aufgrund eines diskriminierenden Algorithmus tausende Familien in den Ruin getrieben wurden, fälschlicherweise. Der springende Punkt ist aber, dass sich kaum im Voraus und kategorisch bestimmen lässt, mit welchem Risiko dann wirklich der Einsatz eines Systems einhergeht. Das wurde auch von einem Vorredner bereits erwähnt. Daher setzen wir uns dafür ein, dass erstens öffentliche Behörden eben diese Verantwortung wahrnehmen, indem sie vor und während des Einsatzes eines KI-Systems eine Folgenabschätzung durchführen. Was für Auswirkungen auf die Grundrechte bringt denn wirklich der Einsatz dieses Systems in diesem bestimmten Kontext mit sich und kann dann so auch eine Risikotriage ermöglichen? Zweitens, und das wurde angesprochen in Ihrer Frage, hängt damit auch zusammen, dass jeder Einsatz eines KI-Systems durch öffentliche Behörden, und zwar unabhängig von der Risikokategorie des AI-Acts, in öffentlichen Registern tatsächlich registriert werden sollte. Die EU-Datenbank, das wäre unsere Forderung in Artikel 60, sollte also dahingehend ergänzt werden. Es geht hier wirklich nicht darum, ein Bürokratiemonster zu schaffen, sondern es geht um knappe und konzise Informationen, von wem wird ein System zu welchem Zweck eingesetzt.
Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung hier mit uns einig ist und in ihrer Stellungnahme von Anfang Jahr diese Forderung eben nach Registrierung aller Anwendungen durch öffentliche Behörden betont hat. Ich glaube, auch das wieder schafft Voraussetzungen für Forschung im öffentlichen Interesse, für öffentliche Aufsicht und Kontrolle dann auch eben durch Regulatoren, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Kurz ja, also alle Einsätze von KI-Systemen durch öffentliche Behörden sollten transparent gemacht werden. Es sollte eine Folgenabschätzung durchgeführt werden. Herzlichen Dank. Ich würde noch eine zweite Frage anschließen. Und zwar wurde schon angesprochen, dass KI-Systeme, die von nationalen Sicherheitsbehörden oder in ihrem Auftrag genutzt werden, separat reguliert werden sollen. Das kann man diskutieren. Mich interessiert aber vor allem, sollten alle KI-Systeme, die von öffentlichen Stellen oder in ihrem Auftrag genutzt werden, möglicherweise separat reguliert werden? Und was wären denn eigentlich Vor- und Nachteile der jeweiligen Behandlungsart? Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Ich glaube tatsächlich, es hätte auch Vorteile, das separat zu regeln. Sicher kann man dann auch auf besondere Verantwortlichkeiten von öffentlichen Behörden eingehen und diesen Rechnung tragen. Gleichzeitig wirft das natürlich schon Fragen auf. Also nur Stichwort Public-Private Partnerships, wenn Private im Auftrag von öffentlichen Behörden handeln. Aber auch Systeme, die öffentliche Behörden anwenden, sind halt oft von Privaten entwickelt. Und ich glaube, eine Trennung wäre hier wirklich nicht ganz einfach. Zum Thema Sicherheitsbehörden, das ist jetzt unabhängig davon, ob das separat geregelt wird oder nicht. Ein zentraler Punkt ist, dass so eine pauschale Ausnahme für KI-Systeme, die eben zum Zweck der nationalen Sicherheit eingesetzt werden, dass so eine pauschale Ausnahme vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung, dass diese sicher verhindert wird. Dieser Vorschlag ist ja derzeit im Rat. Und wir denken, das wäre ein äußerst gefährlicher Schritt und fordern natürlich dann auch die Bundesregierung auf, sich gegen eine solche Ausnahme zu positionieren. Weil dieses Konzept der nationalen Sicherheit, das ist einerseits vage, andererseits kann es natürlich dann auch wieder als Deckmantel für die Verwendung von KI-Systemen herangezogen werden, die eben grundrechtlich problematisch wären oder vielleicht gemäß KI-Verordnung sogar verboten werden. Also es würde dann eigentlich die Verbote hier an wesentlicher Stelle aushebeln oder auch andere Anforderungen der KI-Verordnung und den Behörden dann ermöglichen, eigentlich ungeprüfte, möglicherweise unzuverlässige, unsichere Systeme in äußerst sensiblen Bereichen eben ohne zusätzliche Anforderungen einzusetzen. Die verbleibenden 15 Sekunden nehme ich für die zweite Runde. Vielen Dank. Dann starten wir, weil wir gut in der Zeit sind, gleich in die zweite Runde. Und für die SPD hat das Wort Amon Zorn. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, dass Sie eine zweite Runde zulassen. Es gibt tatsächlich noch Redebedarf. Und wenn wir schon so viele Expertinnen und Experten hier vor Ort haben, dann sollten wir das auch nutzen. Meine Frage geht an Herrn Suchy. Ich würde vielleicht erst mal, bevor wir über Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sprechen können, würde ich noch mal auf die Frage der Wettbewerbsfähigkeit eingehen. Das haben Sie auch in Ihre Stellungnahme sofort formuliert. Mich würde interessieren, das ist zwar auch unsere Überzeugung, aber Sie machen ja auch viele Studien. Inwiefern ist das AI Act tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil für deutsche und für europäische Unternehmen? Naja, also ich kann nur von Erfahrungswerten und Studien, die wir nicht unbedingt selber machen, aber von denen es ja auch einige gibt, berichten, dass es bei Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland große Unsicherheit gibt, was kann eigentlich so eine KI-Anwendung und nach welchen Kriterien entscheidet die gerade in so sensiblen Bereichen wie im HR-Bereich? Ist das vorwiegend so? Frau Müller hat das ja auch schon gesagt, die Frage der Folgenabschätzung ist halt für das betriebliche Setting ungemein wichtig, dass wir also sehen, okay, welche Auswirkungen hat denn so eine KI eigentlich auf die Beschäftigten? Geht es in Richtung Entlastung? Ja, wir reden über Automatisierung. Es gibt zum Beispiel auch eine Initiative, die heißt Human-Friendly Automation. Das sagt schon alles. Da sind große Potenziale. Das ist noch nicht mal Rationalisierung blinder Art, sondern das ist schon auch, kann sehr gezielt eingesetzt werden. Nur muss ich ja vorher wissen, wie funktioniert das eigentlich. Und deswegen ist es so wichtig, und ich meine, wir reden, wenn wir über den AI-Act reden, über Transparenz und Dokumentationspflichten. Ja, jetzt müssen wir das Ganze ja nicht noch größer machen, als es hier in Teilen nach meinem Eindruck geschieht. Aber das ist eine zentrale Größe natürlich, um überhaupt Folgenabschätzung machen zu können. Das können große Unternehmen, die selber Data Scientists in ihren Reihen haben, wunderbar machen. Andere können das eben nicht. Und damit wir das mehr in die Breite kriegen und eben diese Folgenabschätzung machen können, um zu sehen, wie können wir denn die Systeme ausrichten, damit sie wirklich zur Entlastung kommen, damit sie wirklich zum berühmten Enhancement auch kommen, was die Beschäftigten angeht, also der Erweiterung von Spielräumen und nicht zur Einigung, nicht zur Simplifizierung von Tätigkeiten. Das, wie ein Betriebsrat mir mal sagte, am Ende haben wir nur noch dressierte Affen.
Dazu ist das wichtig. Ja, das ist die Grundlage. Ja, vielen Dank. Sie haben auch die Auswirkungen auf Beschäftigten, das haben Sie angesprochen. Mich würde auch noch interessieren, wie können wir das Vertrauen in KI erhöhen, indem wir für mehr Nachvollziehbarkeit, für mehr Erklärbarkeit sorgen, insbesondere bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Haben Sie da Ideen dafür? Also ich glaube, es sind drei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist die Transparenz, das ist der AI Act. Wenn der richtig ausgestaltet wird, funktioniert das. Das zweite ist Kompetenz. Das betrifft nicht nur die Beschäftigten in der Anwendungskompetenz, sondern überhaupt die Kompetenz in den Unternehmen, auch in den Chefetagen. Und das Dritte ist, was wir ganz dringend brauchen, sind neue innovative Change-Impact-Management-Systeme. Das, was wir momentan haben zur Einführung solcher Systeme, geht meistens deshalb schief, weil die Beschäftigten viel zu spät einbezogen werden, die Betriebsräte sowieso. Und dann heißt es, oh, geht da doch nicht so gut, dann müssen wir das alles nochmal neu machen. Und ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich, und das zeigen im Grunde auch alle Ansätze, die mir bekannt sind, plattformlernende Systeme, Human-Friendly Automation oder andere, die zeigen eigentlich, eine frühzeitige Beteiligung einer Betroffenen ist wichtig, um zu gucken, okay, was haben wir für Qualifizierungsbedarfe, A, für die Anwendung, B, vielleicht für die Leute, die dann nicht mehr gebraucht werden an dieser Stelle. Wie ist es mit Belastungsveränderungen? Das spielt ja eine große Rolle, also das Thema Gesundheit. Und wie gehen wir eigentlich mit der Datenfrage um? Ja, wir haben zwar da die Datenschutzgrundverordnung, aber das mit der freiwilligen Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis ist ja so eine Sache. Und da gibt es schon noch Regelungsbedarf. Deswegen sind wir ja so froh, dass es jetzt hoffentlich den Weg geht, so eine Öffnungsklausel zu machen, um diese Anforderungen, die spezifisch sind für Vertrauen im Beschäftigungsverhältnis, regeln zu können in einer guten Art und Weise, weil die Befragungen, die uns vorliegen, zeigen im Grunde alle, die Leute haben vor allem Angst vor Überwachung, Kontrolle und dem Verlust ihres eigenen Spielraums in der Arbeit. Und da geht es am Ende auch um die Frage von Arbeitsidentität. Soweit würde ich gehen. Die letzten 20 Minuten schenke ich. 20 Sekunden. Vielen herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Dr. Reinhard Brand wieder Frau Ronja Kemmer das Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Professor Barkes befragen, und zwar zum Thema Grundlagenforschung. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Die Bedeutung haben Sie ja ausgeführt. Und ich glaube, wir dürfen da in Deutschland auch, ich sag mal, unser Licht nicht unter unseren Scheffel stellen. Wir sind da, glaube ich, stark aufgestellt und haben eher ein Thema im ganzen Bereich auch Transfer, wenn es dann eben entsprechend um KI geht. Vielleicht können Sie dazu ein paar Punkte auch sagen. Und dann haben Sie das Thema Sandboxes ja angesprochen und dass der Teufel da eben im Detail liegt. Was heißt es denn genau? Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch von den sogenannten Chilling-Effekten gesprochen. Vielleicht könnten Sie dazu auch noch ein paar Sätze sagen. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben in der Tat einen Wettbewerbsvorteil oder sind zumindest mit vorne dabei, wenn es um KI und Cybersicherheit in der Schnittmenge geht. Also die Frage der vertrauenswürdigen, sicheren, transparenten KI. Die KI selbst ist in China und USA wahrscheinlich enteilt. Man muss sehen, ob man noch mithalten kann. Ich denke, diese Eigenschaft, transparent zu machen, die sichere Sache zu machen, das ist natürlich eine Sache, die sehr wichtig ist. Ich glaube daran, dass man Dinge technologisch erfüllen kann, wenn man es irgendwie schaffen kann, was immer besser ist, als rein regulatorisch reinzugehen. Man braucht Grundlagenforschung dahingehend, dass man diese ganzen Systeme robuster bekommt. Also ich glaube auch, wie wir vorher gehört haben, viele Sachen des Deep Learnings kommen an gewisse Grenzen. Man realisiert auch, dass gewisse Entscheidungen nicht beliebig nachvollziehbar sind, dass man eigentlich mehr Transparenz, mehr Verständnis haben muss. Das bedingt momentan wirklich tiefe Forschung. Und ich glaube im Endeffekt, diese ganze Regulatorik kann nur dann funktionieren, wenn Sie eine Verletzung einer gewissen Auflage auch zumindest nachprüfen können. Idealerweise wäre es natürlich so, dass Ihre Algorithmen Ihnen gewisse Garantien geben können. Zum Beispiel, dass Modelle, die Sie anlernen, dass Sie nicht zumindest nicht triviale Rückschlüsse ziehen lassen auf die Ursprungsdaten, zum Beispiel Patientendaten und Ähnliches. Diese Sandboxes ist ja eigentlich ein Ansatz, um Sachen in kontrollierter Umgebung ausgiebig zu testen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man Rückmeldungen kriegt, wie es in halbwegs realen Situationen funktioniert. Andersrum wissen die Leute, die KI machen, auf, dass der Teufel da auf dem Detail liegt. Also oftmals sind es Parameter, die sie überhaupt nicht im Kopf haben, die ihr Modell dramatisch beeinflussen, sind aber nicht klar. Es gibt so ein klassisches Beispiel, wo Leute im autonomen Fahren einfach Hintergründe virtuell gemacht haben und das Auto hat nachher gelernt, dass es immer bremsen muss, wenn die Sonne rechts oben steht.
Das war aber niemandem klar. Die Trainingsdaten haben es einfach hergegeben. Das heißt, Sie müssen sehr aufpassen in diesen virtuellen Umgebungen, in diesem Testlabor, dass Sie auch wirklich reale Umgebungen schaffen. Die Probleme, die ich sehe, ist insbesondere, wie man es aufsetzt. Wir hatten ja gerade eben auch die Diskussion zu zentral und dezentral und ähnliche Sachen. Ich glaube, da muss man was haben, was sehr niederschwellig ist. Also es darf nicht sein, dass gewisse Bereiche technologisch oder finanziell vielleicht schwächer sind, diese Sachen gar nicht aufsetzen können. Das wäre natürlich ein Desaster. Und ich glaube an einheitliche Regelungen. Also wenn Sie das machen, dann sollten wir europaweit etwas haben, was gleich bewertet. Ansonsten kriegen wir dieses, ich würde es nennen Sandbox-Shopping, dann gehen die Leute in das Land, wo es am lockersten ist. Und dann kriegen sie keine Wettbewerbsfähigkeit, sondern was sie kriegen, ist die schwächstmögliche Verordnung. Und das ist etwas, was ich nicht wollen würde. Wenn man es schon macht, braucht man eine starke Verordnung, die aber von allen getragen wird. Ansonsten hat man diese kleinen Länder, die sich einen Wettbewerbsvorteil dadurch erkaufen, dass sie wenig testen. Ja. Für Sie an der Forschung auch ein sehr relevantes. Wie bewerten Sie denn den Vorschlag jetzt, wie er da liegt, mit Blick gerade auf Startups und auch KMUs? Und zuerst mal, ich schätze, dass die Forschung ausgeschlossen ist aus gewissen Ausnahmen. Das heißt, man kann immer noch frei forschen, was gerade für Startups sehr wichtig ist. Sie wollen disruptiv forschen, sie wollen Dinge erfinden, die noch keiner kann, auch wenn das meistens sehr spitze Produkte sind. Aber ich glaube darin, dass man einfach einzigartige Dinge versuchen sollte. Das heißt, da ist es gut. Die Frage ist, was passiert, wenn Forschung durch Startups an den Markt getrieben werden? Weil irgendwann kommen sie ja genau in den Teil, wo die Regulatorik greift. Ich würde mir wünschen, dass dieser Teil recht spät kommt, weil gerade in der Frühphase von Startups ist es wichtig, Fuß zu fassen im Markt, erfolgreich zu werden. Wenn sie da erstickt werden, gerade über Anforderungen, wenn sie nur ein kleines Team haben von 3, 4, 5, 6, 7 Leuten, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ansonsten den großen Vorteil, den ich hier sehe, ist, wenn man es schaffen würde, rechtssicher zu bekommen, was KI ist, was sanktioniert wird, was Hochsicherheits-KI ist, dann glaube ich, kann es ein Wettbewerbsvorteil sein. Momentan muss ich aber zugeben, die aktuellen Definitionen werfen einfach viele Fragen auf. Und mir persönlich ist es weniger wichtig zu wissen, was Hochsicherheits-KI ist. Ich würde gerne für die Startups wissen, was nicht Hochsicherheits-KI ist, damit man weiß, dass man unter gewisse Anforderungen vielleicht nicht drunter fällt. Vielen Dank. Für die Grünen hat das Wort Tobias Bacherle. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. My question goes towards Ms. Müller, and we all know that it's impossible to eradicate all potentially discriminatory factors. So, and this is even increased in the case of intersectional discrimination. Und das ist heutzutage in der sektorenübergreifenden Diskriminierung immer noch relevanter. Was sehen Sie denn nun, wie eine hohe Nichtdiskriminierung bei der Anwendung von KI-Systemen erreichbar ist, auch im Bereich der Verordnung? Und wie gehen wir mit vorhandener Diskriminierung, die es jetzt schon gibt, um? Und wie eignet sich dieser Prozess dafür? Dankeschön für diese Frage. Zunächst erst einmal würde ich darüber sprechen, was ich immer wieder höre, wenn Menschen sagen, ja, Menschen haben ja auch Vorurteile. Stimmt, sind wir alle, haben wir alle. Aber das Problem bei der künstlichen Intelligenz ist das Einbetten die Skalierbarkeit und die Verstärkung. Soll heißen, dass mit KI das Vorurteil einer Person das Vorurteil und die Verzerrung von allen werden. Das haben wir bei dem niederländischen Skandal gesehen. Die Meinung eines eigenen hat dann viele andere Zehntausende Menschen betroffen. Insofern ist die Beobachtung, die Sie gerade angestellt haben, sehr relevant. In der Verordnung wird unterschiedlich damit umgegangen. Einerseits mit den Verboten, darüber habe ich bereits gesprochen, nicht umfangreich, aber man geht damit um schon mal in der Regelungsaufstellung. Und die zweite Sache sind die Anforderungen in Bezug auf die Hochrisikoanforderungen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Anforderungen, die jetzt so formuliert sind in der Verordnung, wirklich alle Verzerrungen und Vorurteile verhindern. Das kommt aus ethischen Richtlinien für künstliche Intelligenz, die ich miterarbeitet habe. Die wurden dort eingebunden. Aber man hat nur einige Empfehlungen eingebunden.
Verbund hat einen Großteil derer, die von uns erarbeitet worden sind, weggelassen. Wir sind in der Meinung, dass für vertrauenswürdige KI es 7 Anforderungen gibt aus diesen Empfehlungen. Manchmal werden sie verdoppelt, 14. Wenn man die umsetzt, würde man in der Verordnung auch die Schutzmechanismen gegen Diskriminierung durch die KI verhindern können oder zumindest Vorkehrungen treffen können. Zweitens, wir sollten immer daran uns erinnern, dass wir kritische Fragen stellen. Selbst wenn die künstliche Intelligenz in der Lage ist, beispielsweise alle Hautfarben zu erkennen, alle Geschlechtermerkmale perfekt zu erkennen, wollen wir das eigentlich, dass das immer in allen Situationen der Fall ist und so genutzt wird? Fragen Sie immer die kritische Frage 0, brauchen wir das, wollen wir das? Und das wäre meine Empfehlung. Eine weitere Sache, die ich noch ansprechen möchte, man redet sehr oft darüber, ja, dieses Thema unterliegt der KI-Verordnung, selbst die Suchmaschinen unterliegen dann der KI-Verordnung. Erstens, Hochrisiko-KI wird nicht verboten, es ist genehmigt, es ist erlaubt. Die Standards, die darauf anwendbar sind, sind einfach nur höher. Und so ist das in der Verordnung vorgesehen. Und Punkt 2. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir etwas regulieren, was potenziell gefährlich ist. Wir haben das in der Vergangenheit mit Chemikalien beispielsweise getan, schon viele Jahre in der REACH-Richtlinie. Es sind Gefahrstoffe reguliert. Und zwar so, dass wir weiter innovativ tätig sein können, dass wir Forschung betreiben können und dass wir gleichzeitig KMUs in ihren Innovationen nicht abwürgen. Insofern würde ich Sie auffordern, sich die KI-Verordnung auch aus dieser Warte anzuschauen. Es geht hier um invasive Technologien, die sehr, sehr gefährliche und invasive Wirkungen zeitigen können, aber auch sehr viel Gutes erreichen können, wenn wir es richtig regulieren, wenn wir richtig herangehen. Und wenn wir das auch tun, ist Innovation möglich und dann kann auch dieser Kontinent führend auf der Welt sein. Und als letzter Punkt, ich möchte noch einmal unterstreichen, es gibt schon den sogenannten Brüssel-Effekt. Was bedeutet das? Dass auf der anderen Seite des großen Teiches auch jetzt schon Gespräche geführt werden, ähnliche Regulierungen zu verabschieden. Auch in Japan gibt es Bemühungen, das zu tun. Die Welt muss ein besserer Ort werden unter der Nutzung von KI. Ich habe noch etwas Zeit und wenn Sie mir erlauben, würde ich denn gern auch noch ein Wort sagen zu dem Management von Algorithmen. Das algorithmische Management, also KI am Arbeitsplatz, beschäftigt sich mit all dem, was mit unseren Arbeitsbeziehungen und Beschäftigungsbeziehungen zu tun hat, mit Einstellungen, mit Entlassungen, mit Beförderungen und so weiter. Alles das, was wir seit vielen Jahren immer wieder geregelt haben am Arbeitsplatz. Jetzt hier mit einer neuen Regelung vorstellig zu werden, mit einem System, was durch künstliche Intelligenz betrieben wird, könnte dazu führen, dass alles, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, damit gefährdet wird, unterlaufen wird. Das möchte ich unterstreichen. Es gibt eine andere Verordnung, die man sich auch anschauen sollte, und zwar die Plattformarbeitverordnung, wo auch das Algorithmenmanagement umfangreich beschrieben wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat Maximilian Funke-Kaiser wieder das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich stelle die Fragen wieder an Herrn Trulis. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, dass Sie sich tendenziell eher schlechter gestellt sehen im internationalen Vergleich durch diesen AI-Act. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie könnte denn ein AI-Act aussehen, der für Sie zu mehr Planungssicherheit führt, zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, auch in Bezug auf Ihre internationalen Konkurrenten? Danke für die Frage. Ich habe einen. Wesentlicher Aspekt ist, dass wir die Technologie gemäß ihres Potenzials in die Anwendung kriegen. Und dass es gewisse Anwendungsarten gibt, die wir als Gesellschaft ablehnen. Wir hatten ein paar angesprochen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Also es ist keinster Weise unser Interesse, einfach alles zu machen, was technisch geht. Was wir allerdings tun könnten, ist zu sagen, wir schaffen Freiräume, wir schaffen Möglichkeiten der Anwendung im Bereich informationsverarbeitende der Arbeit, also der klassische Knowledge Worker, Büro, Arbeit als Assistenzsysteme und geben dort Gas. Also schaffen einen deregulierten Teil und den können wir ja
wie auch jetzt auch schon mal als Idee hier im Raum stand, dann nachregulieren. Also wir schaffen Freiräume, wir deregulieren mit dem Wissen, dass ja, wir jetzt nicht jedes Excel-Spreadsheet regulieren wollen, nicht jede Google-Suche regulieren wollen, auch wenn die im Effekt natürlich negative Konsequenzen haben können, und schauen dann, die Verantwortung der Effekte ist ja jetzt schon gegeben. Also völlig unabhängig davon, ob ich KI einsetze als Unternehmen, als Verwaltung, bin ich verantwortlich dafür, schlechte Folgen von der Bevölkerung fernzuhalten, von meinen Mitarbeitern fernzuhalten und der Zivilgesellschaft fernzuhalten. Es erscheint mir nicht ganz klar, warum da speziell KI eine Rolle spielt. Also wenn ich etwas tue als Unternehmer, als Verwaltung, was schlechte Folgen hat, was Schäden verursacht, spielt es da eine Rolle, ob da irgendwo ein Excel-Spreadsheet auf dem Weg war, was eine komplexe Formel hatte, was dann irgendwie als KI reguliert werden kann oder nicht? Ich muss doch mit allen meinem Verhalten, allen Methoden, die ich ansetze, Sorgfalt einsetzen und für die Effekte, für die Folgen meines Handelns Verantwortung übernehmen. Das heißt, hier würde ich mir wünschen, dass wir sagen, es gibt eigentlich eher so eine Blacklist, dass wir sagen, es gibt ein paar Dinge, die wir explizit nicht machen wollen, und den Rest, den machen wir möglich, ähnlich wie es im internationalen Vergleich eben auch ist, wo Dinge erstmal eingesetzt werden. Vielen Dank. Das würde dann ja vor allem dann auch den Hochrisikobereich ehrlicherweise auch ein bisschen in Frage stellen. Das heißt, alles, was nicht verboten ist, ist per se erlaubt, und dann eben über eine Ex-ante-Regulierung dann reinzugehen, wenn tatsächlich Schundluder getrieben wird. Die nächste Frage, die sich mir stellt, um überhaupt auch über eine vernünftige Definierung von KI zu sprechen. Es wurde ja gerade eben vorhin gesagt, es gibt keine allgemein anerkannte Definition von künstlicher Intelligenz. Aktueller Entwurf der EU-Kommission könnte man auch Excel-Sheets darunter verstehen. Wie würden Sie denn künstliche Intelligenz definieren? Weil künstliche Intelligenz sich nicht zwingt immer künstliche Intelligenz, wie es draußen zwingend gemeint ist. Ich fand den, es wurde gesagt, also es fand ich einen guten Ansatz, nicht zu sagen, es geht gar nicht um die Methode. Es geht gar nicht darum, ob ich jetzt Deep Learning mache oder Excel. Es geht darum, was die Folgen meines Handelns sind. Also spielt das eine Rolle, ob ich irgendein primitives Lochkartenverfahren anwende und dann im Effekt Menschen diskriminiere? Da spielt das dann, müssen wir dann darüber diskutieren, ob jetzt dieses Lochkartenverfahren als künstliche Intelligenz gilt oder nicht. Ja, also vielleicht ist die Antwort auf die Frage zu sagen, jeder, der Verfahren anwendet, muss diese Verfahren beherrschen, muss diese Verfahren sorgsam anwenden, ob das jetzt Excel ist oder Deep Learning. Und vielleicht kann man die KI-Definition in diese Richtung bewegen, dass man einfach generell die Verantwortung an die Unternehmer, an die Verwaltung, an die Entscheidungsträger gibt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat wieder Frau Kotar das Wort. Ja, vielen Dank. Meine beiden Fragen richten sich wieder an Professor Glauner. Wir haben vorher über die Chancen gesprochen. Jetzt komme ich doch noch mal zurück zu den Risiken, weil das Thema der Haftung ist ja auch ein Thema bei der KI-Verordnung. Und normalerweise, wenn jemand einen Schaden erleidet, dann muss er beweisen, dass er durch eine bestimmte Unachtsamkeit etc. oder Fehlfunktion einen Schaden erlitten hat. Das wird ja nicht funktionieren beim Thema KI. Da wird das schwierig. Aus dem EU-Parlament kam jetzt die Idee, wir drehen das einfach um. Die Firmen müssen nachweisen, dass ihr System einwandfrei gearbeitet hat. Die EU-Kommission hat gesagt, nee, das geht uns jetzt doch zu weit. Wie stehen Sie denn dazu? Wie sollten wir das regulieren? Vielen Dank für die Frage der Haftung. Jetzt muss man mal schauen. Es gibt ja in Europa die Produkthaftung, die europaweit geregelt ist. Jetzt ist das aber Jahrzehnte alt und viele unserer digitalen Produkte sind durch die aktuelle Produkthaftung in der EU gar nicht umfasst. Unser ganzes BGB tut auch Digitales nicht berücksichtigen übrigens. Wenn man jetzt sagt, man möchte
KI und Haftung noch mal gesondert betrachten, frage ich mich, warum muss man da ins Spezielle gehen? Warum regeln wir nicht Produkthaftung komplett neu in der EU? Und zwar für alle und für die digitalen Produkte, die bisher komplett rausfallen. Es wird ja seit so 10 Jahren immer mal wieder von der Kommission versprochen, dass man das tun möchte. Jetzt ist es mal wieder auf der Agenda. Das muss man dringend tun. Und dann tun sich auch die KI-Haftungsfragen komplett erledigen, meiner Meinung nach. Haftung war ja ursprünglich mal in dem Entwurf eher ausgeklammert. Jetzt kam aber noch was dazu, das ich auch ansprechen möchte über diese Veränderungen in dem AI Act, kam noch das Thema General Purpose KI dazu. Das wurde heute auch schon mal von einem der Kollegen oder einer Kollegin angesprochen. Was ist ein General Purpose KI? Wenn Sie jetzt sagen, ich habe einen Klassifikationsalgorithmus, zum Beispiel um Bilder zu klassifizieren, und ich schreibe den und mache den anderen als Open Source verfügbar, dann habe ich ein General Purpose KI. Das kann ich vielleicht nehmen, dann um in industriellen Dinge zu klassifizieren, in der Sicherheit, wo auch immer. Ich muss noch mal natürlich Daten reinstecken und drauf trainieren. Dieses Modell ist mal ganz abstrakt, also zum Beispiel Logistic Regression, Linear Regression, das sind vielleicht mal Begriffe, die Sie gehört haben. Und da gab es jetzt einen Artikel von einem Alex Engler von Brookings aus den USA. Und der hat argumentiert, dass durch die aktuellen Änderungen im AI Act auch das Thema General Purpose KI umfasst wird und dass dann Open Source Entwickler haftbar wären. Also wenn ich jetzt meine Studenten anweise, implementiert mal Linear Regression, ein ganz einfaches Modell, ladet das als Open Source ins Internet und irgendeiner nimmt es, um irgendwas ganz Böses damit zu tun, was niemals einer bei uns beabsichtigt hat, dann wären meine Studenten haftbar. Und das ist ein Thema, das bisher völlig ignoriert wird in den Diskussionen rund um den AI Act. Das ist jetzt erst durch den Alex Engler von Brookings vor einigen Wochen angesprochen worden. Und das passiert auch wieder durch sehr unspezifische, sehr breite Sprache, die nicht konkret ist. Und wenn das passiert, wird natürlich die Open Source Welt kollabieren, weil die ganze KI, die wir heutzutage nutzen, basiert immer auf Open Source. Und das würde effektiv verhindert werden, weil natürlich keiner mehr irgendwas beitragen würde. Oder hinter Pseudonymen. Es würde auch dazu führen, dass am Ende Konzerne ihre Software nicht mehr als Open Source zur Verfügung stellen. Und das wäre natürlich ein großes Problem am Ende. Dankeschön. Das war mir jetzt tatsächlich auch neu. Ich denke, das ist eine Hausaufgabe an die Bundesregierung, die ja auch Open Source sich im Koalitionsvertrag geschrieben hat, darauf zu achten, dass das so nicht kommt. Noch eine andere Frage. Wie stehen Sie denn zu der Idee, mögliche KI-Lösungen in der geplanten Verordnung nicht nur defensiv in Risikoklassen einzufordern, sondern komplementär auch in Chancen- und Wertigkeitsklassen einzustufen? Wird sich so das Innovations- und das Schöpfungspotenzial von KI, könnten wir das besser darstellen auf dem Markt, oder wäre das wieder viel zu viel Überregulierung und wir sollten es einlassen? Wir müssen natürlich die Chancen erst mal sehen, weil unser Wohlstand, den wir hier haben, der kommt ja nicht von irgendwo her, der fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir müssen den erarbeiten. Und KI ist ganz essentiell für die Wettbewerbsfähigkeit. Wir leben in Frieden und selbstbestimmt. Da sollen wir natürlich die Chancen sehen. Was müssen wir tun? Wie müssen wir investieren, um in Zukunft auch noch weiter den Wohlstand zu behalten? Wenn wir uns jetzt noch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine anschauen, den ich gar nicht bewerten möchte, sehen wir natürlich, ja, mit dem Frieden und der Selbstbestimmtheit kann es schnell zu Ende sein. Und deshalb müssen wir auch die Landesverteidigung als große KI-Chance sehen. Wir brauchen eine starke Landesverteidigung. Wir müssen viel mehr in Europa in KI investieren. Das wird jetzt nicht jedem und jeder hier im Haus gefallen, das weiß ich. Wenn wir es nicht tun, sind wir aber irgendwann nicht mehr au pair und wir sind nicht mehr selbstbestimmt und leben nicht mehr in Frieden. Deshalb ja, Chancen müssen wir sehen und noch viel mehr Chancen, nicht nur Maschinenbau, sondern auch Essentielles wie die Landesverteidigung. Für die Fraktion Die Linke hat Anke Domscheit-Berg das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte gern noch Fragen an Angela Müller von Algorithm Watch. Und zwar interessiert mich das Thema biometrische Erkennung noch ein bisschen mehr. Da steht ja im Koalitionsvertrag wörtlich drin, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum durch KI sind europarechtlich auszuschließen. Jetzt steht im aktuellen Entwurf des AI Acts aber sowas drin wie erstens Fernerkennung. Also was ist eigentlich fern, was ist nah? Bin ich geschützt, wenn einer in der U-Bahn mir gegenüber sitzt und mich gesichtserkennen will, ja oder nein?
Dann gibt es Ausnahmen zum öffentlichen Raum im aktuellen Entwurf, zum Beispiel Grenzbereiche sind offenbar keine öffentlichen Räume in diesem Sinne. Und es gibt auch Ausnahmen zum Beispiel, was die Prävention von Terrorismus angeht. Wir kennen aus Erfahrung, das kann alles sein. Aber auch der Schutz der Gesundheit, das kann die nächste Pandemie sein, wo dann plötzlich Gesichtserkennung überall legitim ist. Insofern wüsste ich gern, was ist Ihre Position dazu und sehen Sie den Koalitionsvertrag durch den Entwurf abgedeckt? Vielen Dank auch für diese Frage. Ja, wir begrüßen sehr, dass das im Koalitionsvertrag deutlich gefordert wird. Ich glaube, Verbote sind sicher immer mit Umsicht zu verhängen. Es gibt auch andere Regulierungsmethoden. Aber ich glaube, die Notwendigkeit beim Einsatz von biometrischen Systemen im öffentlichen Raum hier rote Linie zu ziehen, ergibt sich einfach, weil das mit einer demokratisch organisierten Gesellschaft nicht vereinbar ist. Das hat abschreckende Auswirkungen auf das Wahrnehmen von Grundrechten. Es kann uns davon abhalten, an Demonstrationen teilzunehmen, Orte aufzusuchen, die zum Beispiel etwas über unsere Religion aussagen und so weiter. Und das ist unverhältnismäßig. Das Verbot in Artikel 5, und Sie haben das erwähnt, ist allerdings fragwürdig, ob das einen umfassenden Schutz garantiert. Sie haben es gesagt, was ist der öffentliche Raum und wie definieren wir das? Was heißt es aus der Ferne oder eben nicht? Ich sehe weitere Punkte, wie zum Beispiel, dass es nur den Einsatz zu Strafverfolgungszwecken beschränkt. Das wurde erwähnt. Nicht zum Beispiel durch andere Behörden wie Schulen, Verkehrsbetriebe und so weiter, aber auch nicht durch Private im öffentlichen Raum. Zweitens ist es auch auf Echtzeitsysteme beschränkt. Jetzt zum Beispiel eine nachträgliche Identifizierung von Demonstrationsteilnehmenden aufgrund von Videodaten. Ich glaube, das bleibt aus grundrechtlicher Perspektive unklar, warum das weniger problematisch ist. Drittens, und das wurde auch erwähnt, ist das Verbot begleitet von enorm weitgehenden Ausnahmeregelungen. Also für bestimmte Verbrechen, wenn das Ziel ist, die öffentliche Gesundheit zu schützen und so weiter. Also das heißt, das Verbot würde noch nicht verhindern, dass diese Infrastruktur doch im öffentlichen Raum vorhanden ist. Und das Perfide ist ja, dass sich die abschreckenden Effekte auf die Grundrechte auch zeigen können, wenn das System gerade gar nicht läuft, weil für mich ist ja nicht ersichtlich, wann es läuft. Und dann aber noch ein letzter Punkt. Der Verweis auf diesen europarechtlichen Ausschluss im Koalitionsvertrag, der darf nicht bedeuten, dass das Verbot weniger umfassend wird. Weil wenn sich nun eine generelle Ausnahmeregelung für den Bereich der nationalen Sicherheit in der KI-Verordnung abzeichnet, dann wird ja diese Reichweite des Biometrieverbots oder auch des Social Scoring-Verbots nochmals drastisch reduziert. Denn mit Verweis auf die nationale Sicherheit könnten natürlich so biometrische Systeme dann wieder ohne weiteres eingesetzt werden. Und damit, denke ich schon, würde die Bundesregierung einen Haken setzen hinter ein Koalitionsvertragsversprechen, das dann doch ein paar Fragen offen lässt, dieser Haken. Ja, ich würde noch ein paar kürzere Fragen hinterher schicken. Also es ist ja in der Debatte auch, ob es ein Verbandsklagerecht braucht, um die Rechte von Betroffenen zu stärken. Was ist Ihre Position dazu? Das finden wir sehr wichtig. Einerseits individuelle also Rechte, also Zugang zu Rechtsmitteln auf individueller Basis, aber natürlich auch ein Verbandsklagerecht. Einerseits sehen wir, dass KI-Systeme heute eingesetzt werden, typischerweise von öffentlichen Behörden in vielen Bereichen, wo sich Menschen vielleicht weniger gut wehren können. Also sei das im Bereich Sozialleistungen, im Polizei-, im Justizbereich. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch ein Verbandsklagerecht haben. Zudem zeigt sich eben auch, Diskriminierung durch KI passiert oft systematisch, systemisch und es ist oft nicht ganz einfach, das individuelle Opfer auszumachen durch diese KI-Systeme. Das wurde erwähnt. Auch deswegen ist ein Verbandsklagerecht hier eminent wichtig. Ja, zuletzt hätte ich die Frage, wie schätzen Sie das eigentlich ein, wenn Unternehmen nach dem AI Act aktuellen Stand die Risiken ihrer selbstentwickelten KI selber einschätzen sollen? Da war schon mal das Gespräch drauf gekommen. Ihre Position würde ich gerne wissen. Aber Sie haben ja auch für die Anwender eine Folgeeinschätzung gefordert. Für die wäre ja auch relevant, machen die das jetzt selber oder macht das jemand Drittes? Ich frage das unter anderem, weil eine kleine Anfrage von mir zu KI in Bundesbehörden 86 Anwendungsfälle gebracht hat, aber nur in einem einzigen wurde überhaupt ein Risikoklassenmodell angewendet und in den anderen Fällen deshalb nicht, weil sie das ja selber evaluieren nebenbei. Was denken Sie davon? Vielen Dank. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo man darüber nachdenken muss, wirklich obligatorische öffentliche Audits durchzuführen, unabhängige Audits durchzuführen, um diese Folgenabschätzungen zu prüfen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es Bereiche gibt, wo das eine Selbsteinschätzung sein kann.
Aber deswegen ist ja diese öffentliche Transparenz so wichtig, weil dann haben wir die Kombination von Selbsteinschätzung, zum Beispiel bei öffentlichen Behörden, kombiniert mit öffentlicher Transparenz in der EU-Datenbank oder öffentlichen Registern. Und das ermöglicht dann eine öffentliche Aufsicht, eine öffentliche Kontrolle auch von Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien und so weiter herzustellen. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank auch an Sie als Sachverständige für Ihre wertvollen Hinweise, die Zeit und die Debatte, die wir heute geführt haben. Ich glaube, man hat gesehen, die Debatte ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir wollen Chancen ermöglichen, wir wollen einen sicheren Rechtsrahmen schaffen, aber nicht alles, was technisch möglich ist, sollte vielleicht auch umgesetzt werden. Und Probleme werden nicht zwangsläufig dadurch gelöst, dass man Technik auf sie wirft. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, sowohl hier im Saal als auch an den Endgeräten. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal, die hier uns wunderbar technisch begleitet haben und die Übertragung ermöglicht haben, die die Simultanübersetzung gemacht haben, aber natürlich auch an unser Ausschusssekretariat, das heute wieder alles ganz hervorragend organisiert hat. Mir verbleibt noch der Hinweis auf unsere nächste Sitzung. Die findet am Mittwoch, den 28. September 2022 um 15 Uhr am üblichen Ort statt, also im Paul-Löbe-Haus, Saal E600 oder Hybrid. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund. Die Sitzung ist geschlossen.